Hallo, herzlich willkommen zur 144. regulären Ausgabe von Wiederaufführung. Alte Filme neu entdeckt, große Lust an steilen Thesen, garantiert nicht spoilerfrei. Mit mir, dem Max. Und der Kali, hallo. Ja, hallo. Und mit mir, dem Christian. Ja, genau, ich. Ja. Christian hat sich gerade aus dem Teufelskreis Alpha heraus winden können. Ja, und hinein in lauter Augen voller Angst. Genau. Ja, schön, Kali, dass du uns eingeladen hast, diesen Film zu gucken. Wie kommt denn das? Ja, das, ich habe eher durch einen Zufall tatsächlich. Ja, ich gucke ja immer halt immer diese Top-10-Veröffentlichung von irgendwelchen Filmwebsites mit Geheimtipps. Und da war unter anderem, ich weiß nicht mehr, was es überhaupt war, glaube ich, die 10 spektakulärsten Filme. Okay. Und da, ja, ich weiß genau, kann ich nicht mehr. Die 10 spektakulärsten. Ja, das war jetzt nicht wichtig, das Wichtigste für mich. Und dann habe ich halt durchgeguckt und dachte so, Peeping Tom klingt vom Namen her witzig. Und dann habe ich gelesen, halt, dass 1960 veröffentlicht wurde und als Konkurrenz-Skandalfilm zu Alfred Hitchcocks Psycho galt. Ja. Wenn Psycho ja auch bei der Produktion sehr umstritten war, was ja auch in dem aktuellen Kinofilm dargestellt wurde, war es ja trotzdem ein Publikumserfolg durch das ganze Marketing. Ja. Und Peeping Tom selbst hatte das Pech, in England produziert worden zu sein und ist dann sozusagen relativ schnell unter Verschluss gekommen, die Zensur, und hat die Karriere von dem Regisseur komplett zerstört. Also das stand in diesem kleinen Artikel drin. Und da habe ich so gedacht, ach, jetzt ist er jetzt, wo er rausgekommen ist und die ganze Zeit nicht so irgendwie verfügbar war. Aber stell dir mal heimlich, kannst mal Max schenken, der vielleicht kennt er die noch nicht. Ich weiß gar nicht, ob du den heimlich bestellst oder von den in London nicht sowieso gekauft hast. Nein, haben, ne? Den habe ich heimlich bestellt. Den naja, also auf jeden Fall die britische Disc von Peeping Tom und schön mit dem anscheinend Originalplakat, denn es ist noch die alte BBFC-Freigabe X drauf, Adults Only, und die gab es nur bis, ich glaube, Ende der 60er oder so. Und für uns ist es ja auch schon ein Wiedersehen mit einigen Personalien. Michael Powell, der Regisseur, Powell und Pressburger. Wir hatten Leben und Sterben des Colonel Blimp. Und Karl-Heinz Böhm, nun zwischen Kaiser Franz in Sissi und Martha. 74 war Martha, 55 glaube ich Sissi. Und jetzt haben wir 1959, 60. Nun guckt er hier anscheinend durchs Schlüsselloch. Ich habe den Film noch nie gesehen bis jetzt. Ja. Ich glaube, bei Karl-Heinz Böhm kenne ich übrigens die Geschichte, dass dessen Karriere nach diesem Film vorbei war, was immer noch übrig war 1960, so, da hatte er wahrscheinlich schon manches hinter sich, aber auf jeden Fall, dadurch, dass du ja Sissi auch kennst, wirst du deinen Karl-Heinz wirst du nicht wiedererkennen oder vielleicht ja doch, und dann macht er Dinge, die du dir nicht vorstellen wolltest, und ich glaube, das hat damals nochmal die Wirkung auch verstärkt. Jetzt kenne ich den Film schon ganz gut, und ihr? Ich habe den noch nie gesehen. Ich habe ihn, wie gesagt, nur überreicht, und dann kam Max, kannte sozusagen die Geschichte dahinter, aber jetzt den Film nicht. Ja. Und dann hat er mir nur kurz erzählt, dass das ein ganz großer Skandal damals war. Und dann hat er gesagt, oh, dann sollen wir einen Podcast machen. Das ist die Geschichte. Sehr schön, ja, super. Also noch nicht gesehen. Ja, und für mich hat das jetzt gerade schon mal ganz gut in so eine Zeit reingeholt, die ich ja selbst natürlich nicht erlebt habe, dass das auch im gleichen Jahr rausgekommen ist, der Film wie Psycho, weil den habe ich auch als so ein, also ich kann jetzt noch nicht, ich will jetzt noch gar nicht so viel darüber sprechen, was ich alles nach Peeping Tom so dachte, was der sozusagen auch an Grundstein für ein ganzes Horror-Subgenre vielleicht auch gelegt hat. Aber Psycho gehört auf jeden Fall dazu, den kennen wir jetzt hier alle, die wir hier sitzen, oder? Ja, ich habe lustigerweise vor 3 Tagen erst gesehen. Zum ersten Mal auch? Nee, aber gefühlt zum ersten Mal, weil es schon so Jahre her war, dass ich ihn gesehen hatte. Aber ich hatte einen Tag vorher die Hitchcock-Verfilmung hier mit Anthony Hopkins gesehen. Und da geht es ja um die Produktion. Deswegen war ich so neugierig und wollte dann halt die Hitchcock-Box mal beenden. Und so kam das. Und es war echt spannend. Ja. Ich habe den gar nicht so spannende Erinnerung gehabt, tatsächlich. Also ich weiß, dass das auch, also den habe ich noch gesehen, da war ich nicht darauf vorbereitet, dass die Hauptfigur verdammt schnell, also die vermeintliche Hauptfigur, das zeitliche Segen. Also auch das ist ein Film, der mich vor allem mit brutalen Überraschungen fesselt, die ich auch einfach in diese Zeit noch gar nicht erwarte, wo ich irgendwie das schon fast auf eine unangenehme Art gewohnt bin, dass wenn heute ein Horrorfilm rauskommt, hat er 3, 4 krasse Wendungen. Wir alle wissen schon, ja, das sieht jetzt so aus, als wäre dieser Mensch wichtig, aber der ist bestimmt als erstes dran oder irgendwie so, ne? Und hier sind wir, glaube ich, noch in einer Zeit, wo das noch gewagt war, so, weil man, wenn man sozusagen die Zuschauererwartung so stark und brutal hintergeht. Und ich bin gespannt, so ein ähnliches Gefühl hatte ich bei Peeping Tom, so. Aber das können wir nochmal rausfinden.
Ich hatte übrigens gerade überlegt, Max, als du sagtest, wir hatten ja schon mal Powell und Pressburger, die beiden Jungs mit ihren ja ganz einzigartigen Filmschaffen in Großbritannien, das so ein bisschen seinesgleichen sucht. Die roten Schuhe hatten wir noch gar nicht. Wir haben, bin mir nicht sicher, ob du den mal in dieser Technicolor Berlinale Folge so mit angeschnitten hast. Na, da war es, stimmt. Also ich glaube, ja, den haben wir wahrscheinlich auch nur angeschnitten, denn länger besprochen haben wir denn dort damals das Nonnendrama. Schwarze Narzisse? Genau, The Black Narcissus, genau. Und insofern ist das, glaube ich, auch schon, das weiß ich jetzt gar nicht, vielleicht gucken wir es nachher nochmal nach. Das könnte glatt auch das, also das, ich weiß gar nicht, ob das noch ein Duo-Film ist oder ob das jetzt tatsächlich. Also bei dem hier ist zumindest steht ziemlich gut drauf, Film bei Michael Powell. Ja. Also ich glaube, da ist sozusagen die Zeit, in der dieses Duo, das sozusagen in die 30er, 40er, 50er Jahren ganz entscheidende Werke im britischen Kino zusammengeschaffen hat, ist da schon so gar nicht mehr aktiv gewesen. Ja. Sage ich aber auch jetzt nur so daher. Das werden wir nachher vielleicht nochmal nachgucken. Okay, dann schauen wir mal, was hinter Peeping Tom steckt. Ja, wir schauen ganz genau hin. Das ist ja heute schon so ein bisschen umgangssprachlich auch. Ich frage mich gerade, ob das aus dem, ob das von dem Filmtitel herkommt oder ob es das vorher auch schon gab. So, also quasi, wenn man, also Peeping Tom würde ich so übersetzen, so umgangssprachlich auch wie Spanner oder so, ne? Genau. Und bin mir gar nicht sicher, ob es das vorher auch schon gegeben hat. Ja, ich würde sagen, wir können ja die Einführung von Martin Scorsese noch uns mit anhören und also. Genau. Wenn dieses Intro vorbei ist, dann gucken wir den Film. Und dann beeindrucken wir euch mit unglaublichen Erkenntnissen, die wir einfach nur aus dem Bonusmaterial abgehört und abgeschaut haben. Also bis gleich. Bis gleich. So, jetzt wisst ihr auch, warum wir uns hier vorher den Aufwand gemacht haben, noch einen Projektor aufzubauen und ein Stück Tischdecke vor eure Wohnzimmerfenster zu spannen. Weil ich finde, ein Film, in dem das so oft um etwas filmen, sich das anschauen, sich dabei filmen und so weiter und so fort, der mit solchen Metaebenen arbeitet, da gehört irgendwie auch dazu, dass man sich daran erinnert, wie diese Filme mal angefangen haben, in die Welt zu kommen, nämlich mit Licht auf ein weißes Tuch projiziert. Ja, auf jeden Fall. Also es ist natürlich sowieso grundsätzlich, je größer, desto besser. Ja, das stimmt. Eine spannende Erfahrung. Also ich fand es wirklich gut. Ja. Können mich dran gewöhnen, sag ich dir ganz ehrlich. Ja, das müsst ihr dann nach dem Podcast nochmal ein bisschen klären. Ja, falls keine neuen Folgen mehr mit Christian erscheinen, dann weiß ich auch nicht, wann das liegt. Ihr habt mich hier zu euch eingeladen. Ja. Und ich finde übrigens einen anderen schönen Nebeneffekt, den ich immer vergesse, aber den ich dann auch immer sehr mag, ist, dadurch, dass man ja dann doch immer sämtliches Licht dann ausmacht, wenn man nur auf die Leinwand schaut, fängt ja dann an, dass die Farben, die auf der Leinwand sind, dass die sich so im Raum verbreiten. Ne? Mhm. Und es gibt ja so Momente, in denen irgendwie alles dunkel ist, aber so von links kommt noch so ein rotes Licht oder so. Und das finde ich auch mal sehr cool. Wenn also ich habe das Gefühl, unsere Gesichter sehen immer ein bisschen so ähnlich aus, gerade wie die auf der Leinwand. Ja. Ja. Konntet ihr euch denn identifizieren? Mit wem? Bin gespannt. Na, mit dem, der die Bilder macht und dem, der sich die Bilder anschaut. Ich war der badende Nachbar. Oh ja, das stimmt, ja. Tony. Tony, der Übergriffige. Ja, genau. Ja, man kann auch was anderes fragen. Man muss sich nicht gleich mit dem schwierigsten Teil anfangen, der wahrscheinlich dazu geführt hat, dass die Leute damals einigermaßen schockiert waren, weil der Film lädt ja ein, sich mit einem Seelenleben zu identifizieren, das auch ganz schön unheimlich ist und sehr zerstörerisch. Ich hatte ja das Gefühl gehabt, also am Anfang, zur Hälfte des Films, dachte ich, ja, wer ist denn jetzt hier mehr creepy? Die Mutti? Von ihr oder er, ne? Wenn sie die ganze Zeit da so stark guckt in die Ferne und dann hier die ganze Prophezeiung losbringt und dann hast du die Ablende und denkst, Gott, was ist der überhaupt, der Moment bald weg und auf einmal guckt ihr durchs Fenster. Er ist gekommen. Ja, nicht so rausgekommen auf die nächste Ebene, ne? Also das war schon, das fand ich schon grenzwertig. Also die Mutter war auch, der hatte auch den wirklichen Horrormoment für mich. Weil ich nämlich die ganze Zeit, da steht doch jemand da hinten im Dunkeln oder was. Und dann hat sie einfach so ganz leicht bewegt und dann merkt er das ja auch. Und da ist dann tatsächlich immer gesagt, ja, okay, das ist echt gruselig. Ja. Ja. Das war nicht so wie bei Solo Sunny war das, glaube ich. Ne? Den hat man damals mit Alexander geguckt, wo plötzlich in der Wohnung irgendwie noch irgendein Mann stand, so im Bildanschnitt oder so. Ich dachte, hey, was macht der denn da? Kann ich mich nicht mehr dran erinnern. Aber
Ja, die, ja. Ja, natürlich ist die ist unheimlich, weil sie sozusagen ja auch die ganze Zeit eine Form der Wahrnehmung hat, die so gar, also ich bin ja auch sehr bildergläubig, kann ich ja mal zugeben so, also was ich sehe, das glaube ich schnell, und was ich nicht sehen kann, da bin ich sehr skeptisch, und eine blinde Frau hat ja nichts anderes als all die anderen Wahrnehmungssinne, die vielleicht bei uns auch eher verschüttet sind, und sie scheint ja neben dem guten Gehör ja wirklich auch einfach eine Präsenz auch spüren zu können, also wenn Marc nochmal in der Tür stehen bleibt, schaut sie sich gleich um über die Schulter und na, ist noch was? Für diesen Film wurde am Fenster komponiert. Das steht rum. Also mich hat der sehr beeindruckt, dieser Film. Auf vielen verschiedenen Ebenen. Ich denke an die ganzen Farben, also an diese ganzen, was sind das, Primärfarben? Also einfach diese, nicht bunt, sondern wirklich eine Farbe ganz bewusst eben so einsetzen, wie eben die verschiedenfarbigen Hüte oder Boxen. Marc, der, glaube ich, der einzig blonde Mann in dem Film ist und dadurch natürlich sowieso nochmal extra raussteht. Mm. Also behaupte ich jetzt mal wieder so, ja, dass er das einzig blonde ist. Denn beim Drehbuch auch diese Zeilen mit dem, ja, das ist die Szene 6 Wochen nach der Szene, die du eben gesehen hast. Ist das nach der Scheidung oder so, oder nach der Trennung, oder nach dem Vorstellen, sondern nach dem 6 Wochen nach der anderen Szene. Also auch da dieser Bezug auf den Film, eben auch auf der Sprachebene. Und dann die Mutter, die dann genau das Gleiche macht mit, ich habe ihn vor vier Absätzen ist er nach Hause gekommen. Mhm. Also auch da wieder dieses, wie mit der Zeit sozusagen gespielt wird. Und natürlich die Darsteller durch die Bank. Ich habe auch irgendwie manchmal so gedacht, ja, Karl-Heinz Böhm so ein bisschen wie Peter Lorre, auch so quasi natürlich so diesen deutschen Einschlag mit drin hat beim Sprechen. Und auch manchmal so die Augen. Und gerade auch, wenn dann mal so ein bisschen die Untersicht war auf sein Gesicht, da war dann schon so, ich habe manchmal gedacht, na, der muss sich jetzt auch gleich hier wieder als gejagter Kindermörder verantworten. Mhm. Krasses Ding, ne? Eieiei. Kann verstehen, warum er mindestens 20 Jahre nach seinem Erscheinen besser dasteht, als anscheinend zu seinem Erscheinen. Uiuiui. Was sind deine Eindrücke so, Carly? Ich muss auch erstmal das Sacken lassen. Da kommt ja viel auf einen reingeprescht, muss ich sagen. Ich finde ihn ja auch einen Zacken schärfer tatsächlich als Psycho. Sondern deswegen, weil er auch in Farbe dargestellt ist. Dann geht's schon los. Ich fand ihn sehr unterhaltsam, ich fand ihn sehr kurzweilig. Ich fand, er hat sehr starke Bilder gehabt. Wie gesagt, zu euch achte ich ja immer nicht so auf diese Sequenzen und diesen Einsatz, aber ich fand, das war schon sehr, sehr auffällig diesmal. Also fand ich ganz stark inszeniert tatsächlich. Ich fand auch, da hat sich auch der Schauer so bei mir auch so ausgebreitet, wie gesagt. Und dieses Zwischenspiel, als sie das Ganze auch verdichtet hat, das fand ich schon sehr stark gemacht. Also kann ich verstehen, das war so einer, der aus den Horrorfilmen gilt. Das ist schon ein starkes Ding. Ich muss natürlich auch noch mal kurz als Mädchen die Mode noch mal loben. Ich finde es total schön. die Kleidung da und wie sie so adrett gekleidet sind. Die rothaarigen Mädels alle, dann eine Blonde bloß. Also wunderschön gemacht. Finde ich auch. Ich überlege gerade, wenn man einfach gesagt hätte, das ist ein Hitchcock-Film, ob dann viele Leute gesagt hätten, nee, das stimmt gar nicht, oder ob viele sagen würden, ja, das, man erkennt ja Hitchcock da, ne? So das Spiel mit der Spannung, der Wissensvorsprung. Gerade die Szene. Ich finde das ein anderes Stil als Hitchcock. Gerade die Szene am Set, wenn dann Vivian tanzt. Ja, und sie weiß es aber nicht. Nee, aber sag mal, was fällt dir da so unterschiedsmäßig auf, in welcher Hinsicht? Naja, im ersten Moment sozusagen mein Eindruck vom Sichten selbst schon allein. Ich finde, dass Hitchcock sich mir nicht so viel schwarzhumorigen Witz reinbringt im ersten Moment. Der hat zwar Witz drin, aber halt nicht in diesem gehäuften Maße. Dann finde ich halt, dass er auch sich auch deutlich mehr Zeit immer sozusagen eine Einleitung lässt, auf die Charakterisierung der Person teilweise. Mhm. Und dann eher den zuschlägt.
Und dann sozusagen das Ende wird dann mal ganz, ganz schnell. Und am Anfang lässt er sich wirklich Zeit. Und ich finde sozusagen, dass Tom dieses Problem hat, das wird uns ja hier von Anfang an nicht verheimlicht. Das würde ich bei Hitchcock dann sozusagen, da würde ich ja wirklich denken, dass es genau umgekehrt kommt, dass man sozusagen diese ganzen Kriminalfälle hätte in seinem Fall. Und dann überlegt man, was es ist. Und dann ganz am Schluss stellt sich dann raus, aha, wir haben den Täter schon die ganze Zeit gehabt. Das wäre so ein Hitchcock-Ding gewesen. Nach dem Motto, dieser Schrecken, dass wir halt jemanden, der Hitchcock meiner Ansicht nach ausnutzen, dass du mit jemandem komplett sympathisierst. Und den total magst, und dann haut er dir einen vom Buch und sagt, naja, gut, aber du hast dich jetzt mit dem Killer sozusagen identifiziert, das wäre für mich Hitchcock. Mhm. Und nicht dieses auch Transparente von Anfang an, das finde ich ist untypisch eher. Also, das ist jetzt meine Interpretation, ich wüsste jetzt nicht, bei welchem Fall das wirklich so war, vielleicht. Ja, ich wollte auch. Wenn es zum Hof oder so, aber selbst da ist es auch offen, ob der Recht hat oder nicht, also das ist halt, von dem, was ich gesehen habe, finde ich das so. Ich wollte halt einfach die steile These immer so hinballern, weil es ja so zeitlich natürlich passt und britisch. Ich weiß nicht, ob Christian noch ein bisschen so. Ja, ich finde auf jeden Fall, man muss schon an Hitchcock denken, so, das kommt nicht von ungefähr. Ich denke auch dran, interessant, das mal zu sehen, dass ein Regisseur wie Brian De Palma nicht nur bei Hitchcock genau hingeguckt hat, sondern sicherlich auch bei den Powell und Pressburger. Das Interessante ist ja, dass der Inszenierungsstil, den ich hier sehe, da erkenne ich auch die roten Schuhe wieder. Nur ist jetzt die roten Schuhe nicht das düstere innere Seelenleben eines Psychopathen so, ne? Was ich da bei den roten Schuhe, das ist ja quasi ein Ballettmärchen, ja, was ich dort sozusagen als poetische Bildersprache verstehe, finde ich hier auch wieder, nur taugt es jetzt halt darin, sozusagen ein Innenleben sichtbar zu machen, das jetzt, das haben uns die Grimmschen Märchen meistens auch verheimlicht, so was eigentlich im Inneren der Figuren so vor sich geht. Und vielleicht ist das der Unterschied so, einfach nur in dem Fokus sozusagen, den die Filmemacher legen, dass Hitchcock schon quasi viel auf vielleicht sozusagen, ich weiß es nicht, sozusagen die Whodunit-Spannung so, ne? Also das Äußere, also den eigentlichen Krimi-Plot, das ist das, was sich so entfaltet und wo immer mehr, ne, wenn ihr jetzt vor kurzem Strangers on a Train gesehen habt, so, dann geht's viel so, wie sich das ganze Puzzle denn so zusammensetzt. Und hier, genau, ist sofort klar, wer quasi der Täter ist, aber wir wissen überhaupt nicht, warum der das tut. Und da dringen wir ja immer tiefer ein. Also das sind sozusagen das entblättert sich nach innen, also nach innen in das Seelenleben der Figur von Mark. Und das ist etwas, da habe ich das Gefühl, das hat Hitchcock nie so wahnsinnig interessiert, obwohl es da Ausnahmen wie Vertigo vielleicht gibt, ne, die das aber auch eher so ein bisschen im Wagen lassen. Der Film ist ja hier sehr eindeutig auch so, ne? Also ich finde ja bei Psycho, für mich ist die schwächste Szene, wenn am Ende die, ich weiß nicht, ob das Psychologen oder Kriminalisten die sind. Erklärung kommt. Ne, die Erklärung so, wo ich so dachte, ach schade, wenn sich das doch mal so in diesem Film so irgendwie ergeben hätte oder man hätte das ja auch einfach nur so mit diesem Muttertrauma so andeutungsweise lassen können. Da geht ja genug ab im Kopf des Zuschauers. Und hier ist es sozusagen während des ganzen Films gibt es immer weitere Deutungsangebote, ne? Also durch die Rückblenden, die wir sehen, was der Vater mit Mark angestellt hat und so weiter und so fort. Also wir können das ja irgendwann sehr nachvollziehen und zusammen mit der, wie heißt die Figur, Helen, mit Helen ja sozusagen auch Mitgefühl entwickeln. Das finde ich zum Beispiel auch ganz spannend, dass wir sozusagen, ich wüsste gar nicht so genau, ob bei Hitchcock es eigentlich sozusagen sympathische Bösewichte gibt. Ich weiß aber auch nicht, ob ihr das sympathisch teilt, also bis zu einem gewissen Grad. Also ich bin hin und her gerissen bei Mark. Also es gibt wirklich Momente, in denen ich mir wünsche, ach, könnte das jetzt auch nur einfach der romantische Liebesfilm zwischen dem verstörten Mark und der Helen, die sich trotz allem sozusagen für ihn so sehr interessiert und sich mit so viel Liebe an ihn wendet, das könnte ihn vielleicht retten so. Aber es ist interessant, ist ja, ab dem Moment, wo die beiden aufeinandertreffen, ist Mark ja schon längst verloren. Also, oder hat zumindest schon die Grenze überschritten und gemordet. Ja. Ich wollte sagen, er wird verloren. Ne? Er ist ja immer noch der Meinung, jetzt haben wir sogar einen Psychologen, na, vielleicht können wir den mal fragen. Wie kriegt man das denn geheilt? Ach ja, nur ein paar Jahre, jede Woche drei Sitzungen, eine Stunde und dann hat man das schon
das Übel bei der Wurzel gepackt. Und dann hat der so, ach so, naja gut. Dann zumal, ich bin ja immer jemand, da geht ja bei mir der Kopf auch mal so an. Ich bin ein großer Skeptiker, was die Idee der Verhaltenstherapie angeht. Mhm. Und das wäre ja genau das. Also da würde ja man das Symptom behandeln, also dass er sozusagen die Gier nach Beobachten, nach Voyeurismus, nur das ist ja nur das, was ich sozusagen nach außen hin zeigt. Aber seine Ursachen sind ja ganz andere. Also eine Angststörung, also wenn man es mal so breit. Also man merkt ja, der Junge ist quasi massiven traumatisierenden Erlebnissen ausgesetzt gewesen, eine ganze Kindheit lang. Und könnte sein, dass wenn er jetzt nicht mehr den Leuten beim Rummachen zuschaut, dass noch nicht alle Probleme für ihn gelöst sind. Wahrscheinlich entwickelt er doch irgendwas anderes. Oder er hat ja auch noch ein paar andere Nummern zu laufen. Ist auch total stark gespielt, ne? Wenn dann so die Kamera eben nicht griffbereit hat und dann immer noch schon so seine Hände bewegt, ja. Das einmal im Haus oder dann eben, wenn eben das Pärchen da ist, wenn sie gerade zum Restaurant gehen und schon dieser Griff wie beim Western da, also so steht er nachher mehrmals auch da, gerade im Finale, wenn er so die Kamera nimmt und dann quasi im Holster hat, auch bei dem Gespräch mit dem Polizisten, ist auch total stark dann der Bildausschnitt, ne? Weiß ich jetzt nicht mehr, der Sergeant, also der niedrigere von den beiden Polizisten beim Verhör, der dann eben nicht mehr im Bild ist, aber die Kamera eben wie so eine Waffe noch auf ihn hält und er natürlich immer wieder danach greifen will und natürlich nicht bekommt. Ja. Allgemein auch diese Szene, ne? Schon vor dem Verhör, wie er seinem Kollegen da alles erzählt und so ist es. Ja, nimmt ihn halt keiner ernst. Ist einfach unglaublich. Ja, überhaupt dieses, also nicht ernst nehmen und also ihn, also sozusagen eigentlich auch nicht wirklich ihm gegenüber so aufmerksam sein. Das ist ja auch die Stelle, wo er kurz vorher seinem Freund gegenüber oder dem Kollegen gegenüber ganz offen spricht, so, ne? Also es ist unfreiwillig komisch, weil man denkt so, okay, er gibt jetzt gerade alles zu, aber weil die Leute halt am Filmset sind die gerade irgendwie alle sozusagen eine Ebene drüber und kommen gar nicht auf die Idee, er könnte das genau so meinen, wie er es gerade sagt. Und vielleicht wird er ja erwischt und so ein bisschen wünscht er sich das auch. Und bei dem Psychologen habe ich das übrigens auch gedacht, dass der ja viel neugieriger ist, nach den Aufzeichnungen vom Vater zu fragen, als sich wirklich sozusagen seinem Schicksal zu widmen. Ne? Also ich glaube, das ist auch so ein, also das sorgt zum Beispiel auch für mich, dass ich mich sehr einfühlen kann in Marks Figur. Also es ist ja wirklich auch tragisch, dass also jemand, der so ganz verquer und um die Ecke so Hilfssignale schickt, immer wieder eigentlich auch nicht beachtet wird, so, also immer was anderes wichtiger gefunden wird. Also zum Beispiel ja auch seine Bilder ja auch so interessant sind, dass auch eine Helen, wenn sie mal heimlich reinschleicht in sein Entwicklungslabor, da auch mal gucken muss, so, ne? Das hat auch einen irrsinnigen Reiz. Aber das fügt sich ja eben genau in dieses Bild ein, ja? Dieses Beobachten, alles aufnehmen, aber und Wahrnehmung oder eben nicht wahrgenommen werden und dann ist das da dann so eben sehr tragisch wird. Ich fand die Szene mit dem Psychiater, mit dem Hoch- und Runterfahren, dieses schöne Symbolische, auch diese Hoffnung, dass er eine Lösung kriegt, dann fährt er hoch. Und als dann sozusagen das recht schnell zerdeppert wird, das fährt er ja runter, sozusagen, als wenn die Schultern fallen lässt. Und ich habe so in diesem Moment echt gedacht, oh, das ist irgendwie eine depressiv-traurige Szene. Das ist eigentlich sozusagen der Zusammenbruch seiner Welt. Die hat mich auch als Zuschauer sehr, sehr traurig gemacht, diese Sichtung selbst. Und dann dieser unglaublich übereifrige Psychiater, denn dann sozusagen ist halt wie so ein Kasper, einfach für den ist einfach nur ein Abenteuer am Set zu sein, hat aber nicht wirklich den Durchblick, wie man dann auch nochmal so bewiesen gekriegt mit diesem, guck mal, der eine ältere Herr läuft dem Mädel hinterher, ist doch der Regisseur. Tolle Beobachtung. Ja, genau, also der ist ja gefühlt, also meine Deutung war, der ist geholt worden um die Schauspielerin, ne? Weil sie ja eben das Trauma jetzt hat, die Tote gefunden zu haben. Ich habe es gefunden, dass sie allgemein fürs Set. Ja, und er ist aber halt einfach so begeistert von der Filmarbeit. Ja, der lebt in seiner eigenen Welt. Ja, vom scheint irgendwie, ich glaube auch, dass er ursprünglich mal dafür geholt worden ist, um die Schauspielerin sozusagen wieder spielfähig zu machen. Und er hat aber wahrscheinlich sehr schnell schon gemerkt, dass das, was er jetzt an hilfreichen Empfehlungen hat, nicht beachtet wird. Er wird ja auch nochmal gefragt, also was können Sie da jetzt noch irgendwie machen? Könntet ihr sie wirklich mal ein bisschen Zeit zum Ausruhen geben? Also mehr als eine halbe Stunde auf alle Fälle. Nee, dann lassen wir. Vielen Dank. Ja. Aber es ist echt, also ne, dieser Humor, der auch in diesem Film immer drin steckt, sowohl was eben angeht, so dieses Suspense-mäßige, wir haben den Wissensvorsprung und also in Anführungszeichen dann natürlich Humor, dieses Spannung und
entladen, aber auch wirklich so im Humor dann auch eben wie dieses, also ja, danke, eine halbe Stunde reicht nicht, okay. Und das ist ja auch immer wieder so durchkommt, so schön auch aufgebaut wird. Wie gesagt, auch hier dieser Spruch von der Mutter, ja, he came in 4 paragraphs ago und so. Mhm. Das ist äußerst gelungen. Und so wie eben dieser Dreh des Werbespots da gezeigt wird und ich halt das Gefühl habe, ich lerne gerade eine Menge darüber, wie man einen Film erstellt und wenn es nur so eine kleine Werbung ist, da habe ich eben auch das Gefühl, dass hier sehr, 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 sehr akribisch und ganz genau gearbeitet geworden ist und das ja sich dann so super zusammenfügt, wie beispielsweise die Szenenübergänge vom ein Glas eingießen ins nächste Glas eingießen und sowas, ne? Wenn ein harter Schnitt kommt manchmal und dann der Szenenwechsel, dann diese ganze sexuellen Anspielung von der Milch über die Schlüssel, ja. Also der Schlüsselspruch war echt der Oberhammer. Meiner braucht Öl, deiner braucht Erfahrung. Ne? ja, wie gesagt, die Milch und natürlich die Mordwaffe an sich. Also ich finde Milch kann man sowohl, also kann man auch unschuldig deuten. Kann man natürlich machen. Ich finde aber, wenn man das hier deutet als sexuelle Handlung, dann gibt es da so ein paar Sachen wie eben, ne, die weiße Flüssigkeit und sowas und gerade bei den Annäherungen zwischen den beiden. Ich hätte das genau anders gedeutet. Ich habe gedacht, ah, naja, jetzt kommt die Unschuld rein und dann, weil er sozusagen ihr die Hoffnung sieht, dass er sie nicht antasten möchte, gibt er halt ihr die Milch sozusagen, also was halt als Symbol der Unschuld ist. Das habe ich so empfunden. Aber vielleicht bin ich auch eine unschuldige ja, kleine Heldin. Also, aber selbst das passt ja sozusagen zu dem Moment, dass es ja natürlich trotzdem in der Luft liegt, da ist ja so eine Spannung drin, so, ne, wo wir uns noch nicht sicher sind. Also liegt hier gerade die Spannung von Verführung oder Ermordung, aber irgendwie liegt das alles ganz nah beieinander. Ja. Aber ich fand sowieso, selbst das wäre ja auch noch schöner, weil man dann ja sagen kann, ja, siehst du, man kann es gleich in mehrere Richtungen deuten und so. Ne? Eben das ist auch eine Metaebene, ne? Sowas als auch sowas ist ja auch sehr gut, ne? Was die Leute so alle trinken. Ja. Na, ich fand sowieso ganz, ganz stark gemacht hier mit dem Tom, der wirkte mich auf mich sowieso, als hätte er zwei Persönlichkeiten. Immer wenn mit der Helen unterwegs war, hat er immer diese Hoffnung gehabt, dass sie ihn sozusagen aus dieser Störung rauszieht. Das hast du ja auch in dieser Szene, wo er dieses Pärchen sieht und filmen möchte und sie sagt, nee, komm weiter und er sich dann ganz dankbar anguckt, ja, danke, danke, danke. Dann entwickelt er sich irgendwie so ein ganz euphorisches Kind fast, tatsächlich, der dann auch wirklich so euphorisch sagt, ja, komm, wir gehen jetzt dahin und die Kneipe und die ist ganz toll und hier. Und dann hast du gleichzeitig aber auch dieses, wo er dann so schnell redet, sich schnell bewegt und euphorisch wirkt und positiv gestimmt. Und dann hast du aber gleichzeitig halt auch, sobald er die Kamera in der Hand hat und dann halt merkt, aha, der andere hat jetzt Angst oder fällt jetzt in sein Jagdmuster rein, dass er dann auf einmal anfängt, hier so eine Kinski zu machen, die man so ganz so gerade hinstellt und dann ganz langsam so redet und betont und auch die Stimme deutlich tiefer anlegt. Mhm. Das fand ich auch stark gemacht. Ja, also das ist ja gerade, ne, dieses Ausgehen mit Helen ist ja in doppelter Hinsicht so eine komplette Veränderung. Es ist das einzige Mal, dass er eben ohne seine Kamera irgendwie unterwegs ist, ne, in dem Film. Ja, und er ist quasi aus den, in Anführungszeichen, üblichen Orten ist er mal weg. Das Haus, Arbeitsplatz, der andere Arbeitsplatz, sein ja, roter Roller. Also ich fand ja zum Beispiel, also mir persönlich, ich glaube, mein Lieblingsteil, oder meine Lieblingsszene war tatsächlich der Spannungsaufbau vom zweiten Mord mit dieser unglaublich sympathischen Tänzerin. Mhm. Das fand ich ganz, ganz toll inszeniert, weil ich auch sie unglaublich sympathisch fand. Und auch diese unglaublichen Anspielungen, hat er auch alle möglichen Spiele. Hat er erstmal diesen ruhigen, dann hat er den professionellen, dann hat er den ernsten und dann hat er den gruseligen. Aber tritt er auch souverän auf. Also er spielt ja verschiedene Rollen gleichzeitig, um zu gucken, was bei ihr anschlägt. Also das ist schon, und dann nimmt sich ja auch Zeit und dann merkst du auch selber, wie er die Geduld verliert am Ende, wo er dann auch sagt, okay, aber jetzt machen wir mal, jetzt hab ich bereit, jetzt machen wir mal. Ich muss auch sagen, ich habe bei der Szene ganz lange überlegt, ja, bringt er sie jetzt wirklich um oder wird es halt doch der nächste Schritt in der Karriere irgendwie? Und also das war für mich auch nochmal so ein doppelter Boden, dass ich mir nie 100%, er macht das jetzt wirklich oder ist das halt, er kann sich selbst nochmal rausziehen aus seinem Tunnelblick sozusagen und nein, kann er dann eben nicht. Achso, ja, und ich habe die ganze Zeit gedacht, so comic-mäßig, ja, was macht denn der? Kommt er jetzt irgendwas runter auf die Kiste oder irgendwie kommt jetzt was ganz, ganz Entsetzliches, Splatter-mäßiges. Wie das so aufgebaut wird, Lichter nacheinander an, die Boxen, also wie so die genau Sachen etabliert werden. Ist das jetzt nur wegen dem Licht oder hat das auch andere Gründe? Und, ja. Ja.
Ja, das sind auf jeden Fall Szenen, die ich auch sehr schön finde, wie sie komponiert und konstruiert sind. Also ich merke da auch, wie der Film mich gefangen nimmt. Ich bin immer richtig manchmal durcheinander, weil ich finde den ungeheuer künstlich so, also wirklich bis hin zur, ich bin kurz davor zu denken, ich kann mich da niemals reinfühlen in dieses Konstruierte und in diese deutlichen Dialoge, und dann merke ich, bin ich auch schon wieder mittendrin so, ne, und sozusagen, oder finde manchmal einen Schnittübergang sozusagen so sehr selbstbezogen, also wie ich gieße gerade mir noch einen Schluck Whisky ein, Schnitt zu, nee, das ist glaube ich nicht der Whisky, jedenfalls ist es einmal, zwei Getränke werden eingegossen, ja, zwei völlig verschiedenen Szenen, und das wird als Übergang genutzt, und ich denke so, ja, warum? Und warum so? Also, das ist so aufmerksamkeitsheischend, ohne dass ich erkennen könnte, wofür das jetzt gut wäre. Außer dass man denken könnte, ha, toller Einfall, so, ne? Das meine ich mit selbstbezogen. Und das sind eigentlich Dinge, die sozusagen mich eher, also aus der Handlung immer mehr so zum Beobachter werden. Und dann ist aber natürlich so eine beobachtende, laborartige Situation durchaus auch gewollt. Das ist ja wie so eine klinische Sezierung so von so einem Vorgang. Also ist ja eigentlich auch beeindruckend, dass der Film sich sozusagen kein besonderes Melodrama irgendwie noch dazu packt. So, ne? Also im Sinne von, ja, keine Ahnung, also die einzige Musik, die ich jetzt erinnern kann, ist sozusagen die vom Stummfilm abgehörte Musik, die immer unter den stummen Aufnahmen von Frank-Marx-Bildern liegen. Und so bin ich also quasi immer so am Beobachten und denk so, das wird mich jetzt gar nicht mitnehmen, und dann bin ich, wie gesagt, schon längst drin. Und das merke ich besonders zum Beispiel in so einer Szene, wenn Monika Schirber, die Schauspielerin, dort diesen Tanz vollführt in diesem Studiogelände. Das ist die Hauptdarstellerin aus dem, ich glaube, ungefähr 15 Jahre früher gedrehten Die roten Schuhe, einem der bekanntesten Filme von Emmerich Pressburger und Michael Powell. Und ich fand auch gerade da nochmal so einen schönen Moment in sozusagen, also ich bin richtig gefangen in dem Moment. Es ist fast so wie so ein Schwanengesang auf die, so sozusagen kurz vor dem, das junge Schauspielalter verlassend, sozusagen vielleicht ein letzter Tanz. Und also das ist also eigentlich auch eine, finde ich, so eine ganz, also sehr, sehr künstliche, konstruierte Szene, aber ich komme aus dem Bann irgendwie nicht raus. Und bei mir war dann auch noch so, dass man dort zum ersten Mal sieht, dass er irgendwas raufkonstruiert an die Kamera, und plötzlich erinnere ich mich wieder, ich hatte das schon vergessen. Das finde ich ja eine besonders ekelhafte Detailidee, dass die Opfer sich jedes Mal immer selbst sehen im Moment des Todes. War übrigens für mich so quasi der Twist noch hinten raus. Also da hatte ich nicht mit gerechnet, als es dann kam, und ich so, oh, was hat er jetzt noch gemacht? Und dann, ja, jetzt erkläre ich das noch. Und irgendwie habe ich jetzt auch gerade nochmal so überlegt, dafür, dass er ja eben als Fokus, was heißt ein Fokuspuller, ist das die Schärfe der Schärfe, ne? Schärfe, ja. Wenn er dann eben mit seinem Maßband da abmisst und dann aber eben quasi auch dieser Stativfuß, das Bein, was ja auch quasi diesen Abstand nochmal, und natürlich eine vorgegebener Abstand in dem Fall, aber das auch nochmal wieder aufgreift, ja, in gewisser Hinsicht. Und zu dem Punkt der Musik, finde ich, also habe ich mich manchmal gefragt, wenn er diese Filme dann abspielt, bei den, in Anführungszeichen, jetzt Kinderfilmen, sag ich mal, wo er als kleiner Junge zu sehen ist, die Musik, da habe ich gedacht, okay, die ist wahrscheinlich mit drauf, aber bei den anderen Filmen manchmal habe ich gedacht, so, nee, die ist schon extra diegetisch, also das ist was eben vom Film selbst jetzt draufgelegt wird von außen. Während dann eben natürlich bei dieser Tanzszene, das ja von dem Abspielgerät kommt und da auch nochmal so Wirkung zeigt. Und interessant, ja, vor allem habe ich immer ein paar Mal so gedacht, so, ja, bei heutigen Filmen wäre jetzt in dieser Szene, also gerade wenn wir sehen, der Drehtag ist vorbei und wir wissen, Vivian und Mark werden sich jetzt noch irgendwie treffen, ein Date haben, ohne dass wir wissen, dass sie noch eine Szene drehen wollen. Dass diese Szene, gerade wenn dann das Licht ausgeht, der Wachmann hat die Lichter ausgemacht, dann würde normalerweise jetzt Musik kommen, ne? Spannungsgeladene Musik, und kommt eben völlig ohne das aus und ist trotzdem spannend. Und also das ist mir auch nochmal so aufgefallen. Ich glaube, dass ich so gedacht habe, ja, stimmt, heute hast du immer diesen Klangteppich drunter, Hauptsache irgendwie Gedudel läuft mit, so jetzt ein bisschen abschätzig, weil die Komponisten sich natürlich trotzdem Mühe geben, aber dass das hier natürlich nochmal viel akzentuierter dadurch ist, dass eben nicht immer Musik spielt. Ja.
Ich finde das auch sehr dezent eingesetzt. Hab da aber ehrlich gesagt auch nicht so drauf geachtet. Ich mir den Film nachher würde ich nur sagen, dass dementsprechend ihr eigenes Radio, was sie mitbringt, dementsprechend 3-4 bis 4 Mal stärker wirkt und durch diese positive Musik, die sie spielt. Ich muss auch sagen, ich habe die Schauspielerin auch, ich fand die auch, total gern angesehen. Ich fand die Kleidung schön, ich fand ihre Bewegung schön, ich fand ihr Gesicht schön. Ich fand diese auch total sympathisch. Die hat so eine positive Ausstrahlung gehabt. Also ich fand, ist das eine Deutsche gewesen? Monika Schirmer, nicht das, interessante Frage. Das ist wirklich nicht ganz unspannend. Das müssen wir nochmal nachrichten, das weiß ich jetzt nicht. Aber mir ist gerade so, irgendwas blitzt plötzlich irgendwo im Hinterkopf auf, was ich mal gewusst habe. Ich weiß es jetzt nicht, aber es könnte spannend sein, das nachzuschauen. Meine Frage ist jetzt an euch gerichtet. Ist denn dieser Film in Deutschland überhaupt hier rausgekommen offiziell? Ja, sonst würde es nicht Augen der Angst geben. Achso, ja, ich kenne ja nur Peeping Tom. Und wie gesagt, ja, auch wenn er Karl Böhm heißt im Vorspann, Karl-Heinz Böhm war ja dann auch schon so, wie gesagt, gerade mit Sissi, denke ich, zu dem Zeitpunkt noch sehr bekannt. Ob denn das jetzt für diesen Film so gezogen hat, weiß ich nicht, aber ich meine, das hat auf jeden Fall auch eine. Ja, hat er dann einen Kinostart gekriegt? Behaupte ich jetzt einfach so ziemlich sicher, ja. Und wie ist die Meinung in Deutschland denn gewesen? Das ist alles so. Keine Ahnung. Ja, ich glaube, ich überhaupt nicht. Das wird uns Onkel Internet erzählen. Ja. Was ich auch sehr beeindruckend fand, war der Einsatz der Zeitlupe einmal. Wenn dann die Stifte aus der Jackentasche fallen. Auch da wieder das Spiel mit Ton natürlich, ne? Weil irgendwie gerade war noch so ein bisschen Musik und dann plötzlich halten auch wir nochmal natürlich den Atem an. Mhm. Ich musste irgendwie an Mission Impossible denken. Mhm. Also der Schweißtropfen, der jetzt gleich runterfällt. Auch da wieder so der Bildausschnitt, wenn er da oben ist und wir gucken durch dieses Gitter, oder also dieses Deckengitter in Anführungszeichen, damit runter und wie eben der Bildaufbau da ist. Und dass wir die Leichen, die Opfer, habe ich überlegt. Also das erste Opfer sehen wir nicht. Also wir sehen halt diese Schrei oder bis zum Schrei und gehen davon aus, die ist jetzt tot, aber sie ist dann auch, wird ja dann auch bedeckt weggefahren. Das zweite Opfer sehen wir so punktuell eben und am ehesten noch eben aus dieser totalen, ja, quasi von oben in dem Studio, wenn er von oben nochmal filmt. Und dann sieht man eben einmal die Knie, die Beinchen, die Hände. Ja. Die Millie sehen wir auch nicht. Sehen wir die Millie nochmal? Millie sehen wir nicht. Und ihn sehen wir ja dann halt. Ja. Das ist dann der einzige. Doch, das ist ja so, dieses Finale ist ja auch. Da sind wir mal kurz ein bisschen enger zusammengerückt, ne? Ja, weiß ich nicht. Naja, ich auch. Also ich fand das auch beeindruckend. Also ist ja völlig klar, was passiert. Und trotzdem in diesem Blitzlichtgewitter-Finale, das ist einfach. Na, ich habe zwischenzeitlich tatsächlich gedacht, dass er es doch nicht macht, weil dadurch, dass er nur mit Anlauf der langläuft und dann auf einmal voll abbremst. Ja, also der Punkt, was ich mir immer fragen würde, dann hat er es jetzt reingemacht, dann guckt er ja auch nicht mehr in den Spiegel rein, wo ich dann denke, ja, dann guck doch jetzt hin. Ja. Ne, aber da guckt er selber auch nicht hin, den Blick auch abgewandt. I'm glad I'm afraid. Ja, ich habe dann auch nochmal darüber nachgedacht, ne, was so die Idee hinter diesem Selbstmord ist, der ja offenbar schon gut vorbereitet ist. Ob das sowas ist wie, waren jetzt die Morde an den Frauen eigentlich so Vorstufen, weil er sozusagen diesen Schritt sich noch nicht getraut hat, aber irgendwie, also ich meine, es ist ja eigentlich die Fortsetzung der Experimente seines Vaters, ne? Also eigentlich sozusagen so, wie er es als Kind erlebt hat und groß geworden ist, sozusagen ist er sozusagen auf der Suche nach dem Bild der Angst weitergegangen und hat, also wie sowas wie den Nachweis nochmal irgendwie liefern und natürlich dann auch an die Grenzen rangehen, die noch zu klären wären, nämlich wie sieht das aus im Moment des Todes. Und konsequent ist ja, wenn er als Kind immer sozusagen das Beobachtungsobjekt war, ist es natürlich auch sein eigener Tod dann der Höhepunkt, so, ne? Also es macht sozusagen, wenn man sozusagen auf eine perverse Art die eh schon in sich perversen Experimente des Vaters weiterdenkt, dann gehört das dazu. Dann gehört nicht nur dazu, den Jungen zu beobachten, wie er seine tote Mutter wahrnimmt, sondern natürlich auch, wie er dann selber stirbt. Und das habe ich dann auch erst so jetzt beim nochmal drüber nachdenken, weil ich bin immer für einen Moment irritiert, so, wie kommt er denn jetzt auf diese Selbstmordfantasie? Warum ist die schon so vorbereitet? Ne? Also
die ganzen Ausleser, die Kameras und so. Das die Dokumentation. Ja. Ich habe das auch so verstanden. Die Dokumentation ist ja an sich die Dokumentation über sein Leben, wie du schon sagst. Ja, das andere ist aufgegriffen. Da wurde mal dokumentiert und letztendlich dokumentiert er sein Leben auch immer durch halt die anderen Augen, wenn er es sieht. Und dann, er sagt ja auch immer schon, ihm ist ja schon bewusst, dass das negativ enden wird. Entweder, dass er gefasst wird oder wenn die Chance sich bietet, dann so den Freitod. Und ich finde es auch stark gemacht, dass er sozusagen ihm das mit Lächeln bewusst ist, das kommt bald, und er sich auch sozusagen freut, auf die Beendung seines Projektes freut. Ja. Das ist ja das Einzige, obwohl er ja relativ offen ist, obwohl ihm keiner glaubt. Weil wenn er dann gefragt wird, was worüber die Dokumentation geht, dann wird er ja auch schüchtern, dann wendet er den Blick ja auch ab oder geht weg. Oder ich würde nicht sagen Situation schüchtern, sondern, naja, das kann ich jetzt halt nicht erzählen, weil dann hört ihr vielleicht plötzlich doch zu. So, also glaube ich, wahrscheinlich würde ich nicht sagen, dass er da ist im Sinne von schüchtern ist. Sondern schon so, naja, wenn ich das jetzt erzähle, das könnte dann tatsächlich alles kommen. Was ich gerade noch interessant finde, eben Thema Experimente und so, die Präsenz des Vaters. Ne? Also wir sehen ihn einmal in diesen Aufnahmen und dann haben wir eben die Stimme aus dem Off mehrmals, die Bücher von ihm, die halt noch dastehen. Und natürlich das Sprechen über ihn. Also ich habe auch zwischendurch bei der Mutter von Helen habe ich manchmal so gedacht, na, ist da jetzt irgendwie noch ein Verwandtschaftsverhältnis? War sie eine der Frauen des Vaters oder auch mal irgendwie Teil seiner Experimente? Was überhaupt nicht irgendwie der Fall ist oder zumindest nie gesagt wird. Mhm. Aber wahrscheinlich nicht. Aber ich habe irgendwie immer gedacht, waren ja alle Teil eines Experiments, vielleicht hat sie schon geahnt. Ne? So, und natürlich quasi das Erbe des Vaters, eben das Labor von ihm gibt es immer noch. Er ist immer noch in dem Haus des Vaters, logischerweise ist in ihm drin. Und dieser ganze Abhörmechanismus, also nicht nur das, wenn man die ganze Zeit denkt, naja, er filmt das halt und es sind anscheinend auch stumme Aufnahmen und dann, achso, ja, nee, wir haben übrigens, das ganze Haus ist verkabelt. Das fand ich extrem creepy. Das fand ich extrem creepy. Ja, und das gibt dem Ganzen ja auch nochmal eine ordentliche Wendung, ne? Also was so das Thema Twist oder alles auf den Kopf stellen so angeht, wie gesagt, wenn er eben dann plötzlich hier den Spiegel da auspackt an der Kamera zum Schluss, wo ich überrascht war, aber genau das ist ja auch nochmal dieses, der hat das alles gewusst und mitgehört und jetzt kann ich auch verstehen, warum der ständig sagt, er muss arbeiten, nicht nur um den Film zu entwickeln, sondern auch, die muss das ganze Zeug ja auch nachhören. Ja, vor allem, weil er ständig den Leuten in Momenten zuhört, die sozusagen ja nicht für seine Ohren bestimmt sind, die aber natürlich total beeinflussen. Du kannst dich ja nicht mehr frei unter den ganzen Mitmietern bewegen, wenn du weißt, wie der sich da Helen angenähert hat und so. Das ist ja auch wirklich sehr auf den Punkt, denn welche Audiofetzen wir hören. Ne? Wir hören, die Mutti lallt im Suff und wir hören, wie der andere Mieter sich an Helen ran gemacht hat. So. Also all die Sachen, die wir für uns auch schon so denken konnten, die schon so um die Ecke gedacht bemerkbar waren oder gar nicht so sehr um die Ecke, ne? Das sah man ja an den Blicken oder an dem Verhalten der Mutter, das, was da noch so im Argen ist. Und Mark war immer auf dem Laufenden. So. Also er hatte gar kein Bedürfnis mehr, noch mit irgendwie zu kommunizieren, er wusste ja schon. Na gut, aber das Bedürfnis wurde ja auch erwidert, ne? Dadurch, dass ja die anderen auch seine Privatsphäre gar nicht da akzeptiert haben. Die Mutti meinte ja, dass sie jeden Abend da hochgeht. Also habe ich das so verstanden. Ja, das war ja wirklich gemeint. Sie sagt ja dann, ne, sie lebt in dem Raum, der über ihr ist, einfach weil sie immer die Geräusche hört. Das war ja der Knackpunkt. Ja, und dann noch mit Helen, also dass sie ja trotzdem alle einfach reingehen. Dass der andere ist ja auch, dass der andere, der Nachbar, der Toni, der die Mutter noch hochbringt, selbst auch noch dahin. Das ist natürlich auch ein sehr interessanter Aspekt, ne, mit diesem Schlüssel. Er hat keine Schlüssel, er konnte nie was damit anfangen. Deswegen ich am Ende fand, dass die Polizei die Tür aufbrechen musste, wo ich so dachte, naja, aber er hat doch eh keinen Schlüssel, dachte ich jetzt so. Und die Tür, naja, aber das ist so. War eine andere Tür, ne? Das stimmt, du hast recht. Ist also die Tür zum Labor. Aber es gab ja keine Tür, sondern es gab immer diesen Vorhang. Jetzt fällt mir gerade auf. Ja, der Vorhang ist so rum und da ist ja der Türdurchgang sowieso normal. Und da ist aber durch die brechen sie doch nicht durch. Das denke ich auch. Das ist ein Nachbarzimmer. Ich glaube, es war wirklich nochmal eine weitere. Nein, habe ich doch genau hingeguckt. Naja, ist ja auch egal. Yeah. Aber einfach dieser Aspekt, ne? Offenen Türen und die offenen Ohren und alles wird beobachtet und auf so vielen Ebenen. Ach, deswegen, ja. Oh Gott, das ist echt unheimlich, ne? Weil das wirklich alles ganz eklig Sinn ergibt. Ich habe mich gerade nochmal gefragt, warum waren denn die Türen immer offen? Was bedeutete das nochmal? Ja, natürlich, damit der Vater jederzeit überall ran konnte und filmen konnte. Dürfte übrigens Michael Powell sein, also der den Vater dort in dieser Rückblende spielt, also der Regisseur dieses Films. Ich finde, er hat auch so viel Ähnlichkeit gehabt mit dem Kioskbesitzer, so vom optischen her, mit dem Schnurrbart, den schwarzen, der Frisur und im so. Im Grundzügen, ja.
War schon mal ein bisschen, der Kioskbesitzer war ein bisschen fülliger, behaupte ich. Ja. Aber ist auch. Noch da ist ja, ne, das unten, also quasi im Erdgeschoss, ist es eher normal, aber wenn man hochgeht in die zweite Etage, da ist immer, ja, da ist die zweite eben, die ist dann immer nicht so schön. Das Labor, der Ort, wo die freizügigen Fotos gemacht werden, bei dem Laden. Ja gut, beim Studio passt er jetzt vielleicht nicht so ganz, da geht er dann hoch, da ist das ja eh schon. Aber so dieses, ne, dass man noch so eine zweite Etage hat, oder? Ja, doch, erstes Geschoss. Ich finde das auch, also am Anfang, die einzige Szene, die ich im ersten Moment nicht deuten konnte, war mit dem zweiten neuen Model, mit dieser Verletzung im Gesicht, dass er auf einmal so begeisterter war. Ich dachte, wo geht denn das jetzt hin? Ah ja, auch interessant. Das war die Frage, frage ich mich dann, ob sie vielleicht diese Angst, die sie hatte, gefilmt zu werden, ob das sozusagen ja, diese Angst da wieder eingefangen hat. Die hatte schon Angst, nur weil er auf sie die Kamera gerichtet hat. Also das war, glaube ich, das was ihn so... Also ich glaube, den hat tatsächlich jetzt eigentlich zunächst einfach nur wie sieht Angst im Gesicht aus so? Und jetzt wie löst man diese Angst aus? Und das ist quasi die echt beschissene, destruktive Abbiegung, die er genommen hat, die Leute umzubringen. Das funktioniert nämlich immer ganz gut dann mit der Angst. Und dann auch auf diese Art und Weise, ne? Also, dass der verlängerte Arm der Kamera die Leute tötet. Ja, und ich glaube, das war, ich habe das auch, ich dachte auch so, was ist jetzt genau nochmal das, was ihn jetzt drauf abgehen lässt? Und dann sind es, glaube ich, diese ängstlichen Augen, die, wenn sozusagen sie mit ihrer Entstellung im Gesicht angeschaut wird, macht ihr das Angst? Also ich finde, das ist eine Szene, die konnte ich erst im Nachhinein deuten. Ja, in der Situation selbst habe ich gedacht, ich habe die ganze Zeit gedacht, Mensch, die wird die ganze Zeit so Profil gezeigt, das ist aber auch wieder echt stark so inszeniert und einmal natürlich fahren wir so über ihren Körper noch. Ja, ja. Und dann, haben wir noch diesen Kniff da gemacht. Ich merke gerade, wie merkwürdig irreführend oder völlig unpassend das Cover ist. Wir haben ja ein durchleuchtetes Schlüsselloch. Also mit den Schlüsseln, okay, das ist mal Thema, aber ich kann mir jetzt nicht sehen, dass er mal durchs Schlüsselloch gucken würde, oder? Nee. Also durch alles Mögliche wird beguckt und angeschaut. Also. Ja gut, aber es ist eine allgemeine Darstellung, von der leichtesten Darstellung eines Spanners, ne? Ja, und es ist auch interessant, dass am Anfang, es ist ja noch sehr so scheinbar dieses heimliche Film, was ja aber auch schon in der ersten Szene und auch in allen anderen Szenen ja einem ganz offenen Film weicht. Also ne, es ist ja auch so, dass er in scheinbar unmöglichen Situationen die Kamera zückt. Also wenn er zum Beispiel auf dem Set beobachten will, wie die Leiche entdeckt wird. Ne? Also dann hat er immer seine Kamera dabei und macht das ja auch ganz offen. Das war auch erstaunlich, dass es da keinem aufgefallen ist. Weil es auch ein Filmset war. Er wusste ja vorher, dass da was passiert. Die sind halt alle konzentriert auf das, was da gerade gespielt wird. Ja. Du spielst aber sehr gut hier, der Typ, der die Ich fand Kiste das auch stark, da als in die Hutszene selbst war, wo die, bevor sie den Ernstfall gekriegt hat, dass dann der andere Polizist einfach mal im Bild stehen bleiben kann und entspannt so zuguckt und also nicht keiner was gesagt hat und alles. Ja. Ich meine, eigentlich genau, ist in dem Film noch viel da von dieser naiven Begeisterung für die Kamera, für das abgelichtet werden. Also jeder fühlt sich eigentlich gleich ein bisschen wichtiger und interessanter, wenn er gefilmt oder fotografiert wird. Und doch ist schon dieser prophetische Dialogfetzen mit drinne, wenn die Polizisten dort reinstürmen und aus dem Fenster heraus Mark filmt. Ne, da sagt er, oh, eine Kamera. Ach, ist doch nur eine Kamera. Und dann sagt der eine, na? Nur? Ja, genau. Also es liegt schon irgendwie so in der Luft. Es könnte ja sein, dass eine Kamera nicht nur irgendwie was Gutes kann. Ne? Also auch ohne, dass sie quasi an einem Stativ dran gemacht ist oder noch eine Klinge in die Leute durchbohrt, sondern einfach das Filmen an sich ist ja auch schon in Marx Geschichte ist das ja schon eine einzige Katastrophe, dass sozusagen das scheinbar so harmlose oder schöne Filmen, was noch so kurz auch harmlos aussieht, das ist echt ein krasser Moment, wenn Helen das so guckt und denkt, ach, ist ja toll, da jetzt kannst du dich als Kind sehen. Das ist eins der Top-Argumente, warum Eltern ihre Kinder filmen so, weil das doch so toll ist so. Und dann kommt eine Grenzüberschreitung nach der nächsten und dann ist das nicht mehr. Das ist übrigens auch, finde ich, ein ganz toll gespielter Moment, wenn Helen das zweite Mal, wenn sie heimlich einen Film guckt, den sehen wir ja gar nicht. Also wir wissen schon, was sie dort sieht. Sie sieht einen der Morde, aber es spielt sich komplett in ihrem Gesicht ab und Photographing you.
Watching this. Nee, das andere ist, ne, wo er sagt, photographing you, photographing me. Wo er den Dings nochmal rausnimmt und dann, genau. Aber dann eben diese Szene, ja, genau, wir beobachten auch wieder, wir werden mal wieder zum Mittäter gemacht. Genau, und landen in den Armen von Mark. Ich finde es auch so stark, als also um diese Szene am Set immer zurückzukommen, wo die alle ihre die Leiche beschauen, yeah, und er dann heimlich sozusagen das filmt. Und da ist ja noch so, dass man erst denkt, na gut, jetzt machen die sich drüber witzlustig und die realisieren gar nicht, dass der Killer jetzt so nah ist, jetzt könnten sie ihn eigentlich fassen. Aber dann kommt ja doch die Taschenlampe-Szene und dadurch, dass man ja die ganze Zeit diese Vorprägung gesehen hat, wie er als Kind mit der Taschenlampe so geweckt ist, hat jeder, oh, jetzt kommt nochmal ein prägender Moment. Ja. Und dass die Taschenlampe ihn dann in diesem Moment nicht zu fassen kriegt, das fand ich auch witzig. Ich habe gedacht, jetzt kommt damit noch was, dass er irgendwie einen Schock kriegt, wo er ins Starre oder yeah, irgendwie nochmal so irgendein Trauma ausgelöst wird, aber ja, es ist nicht. Er kommt einfach dem Spotlight. Also es war echt dieses... Er bleibt nicht im Scheinwerferlicht. Ja, guter Punkt, ne? Es war auch ganz am Anfang bei dem ersten Mord, da wird es auch so mit dem Licht, ne? Dieser Einsatz, da wird auch so geflackert über ihr Gesicht. Wo es eigentlich nicht klar ist, was das ist, oder? Ja ich glaube auch bei den Kinderaufnahmen habe ich auch zweimal so gedacht, hat er jetzt eigentlich mehrere Kameras gerade gehabt, weil jetzt hier nochmal der Wechsel der Einstellung und so. Aber das ist, würde ich unter Nebensächlichkeit, Kleinkram abheften. Ja. Ja, wie gesagt, die ganzen Farbspiele, die sich auch bis quasi in die Haarfarben mit durchziehen, ist ja auch äußerst beeindruckend. Ja, Mensch, der viel zu lange vor mir hergeschoben, diesen Film. Aber das ist ja häufig so. Was ich mich frage, weil wir vorhin nochmal die Vergleiche mit Hitchcock parallel hatten, ist das jetzt eine Studioproduktion oder was ist denn das jetzt genau? In welcher Hinsicht wurde denn der produziert? Hatten die da Vorgaben oder Einschränkungen auch trotzdem gehabt oder hatten die da komplett freie Hand? Also ich kann dir dazu nichts sagen, ich sehe nur, dass es ist eine britische Produktion, ne? Es ist nicht eine Co-Produktion Hollywood mit Großbritannien, sondern es sind lauter britische Filmproduktionsfirmen, die da am Anfang genannt werden, unter anderem The Archers. Es war eben nicht The Archers, sondern es war das quasi Logo von den Archers, aber eingeblendet ist natürlich Michael Powell Production, weil die anscheinend nicht mehr zu dem Zeitpunkt so waren. Ja, stimmt, das waren keine. Das hatte ich einfach so behauptet hier, das sind die Archers und dann kam aber, wurde ich natürlich auch gleich Lügen gestraft. Mir ist schmerzlich bewusst geworden, dass ich aus dieser Ära, aus dem europäischen Kino, da nicht so viel kenne und aus dem britischen jetzt gar nicht bewusst überhaupt irgendwas kenne aus dieser Zeit. Doch, da geht so einiges. Also dass mir jetzt bewusst wäre, meine ich jetzt tatsächlich. Ja, vielleicht sowas wie Italian Job oder so. Also es gab da so, also gerade auch in den 60ern gab es da ein sehr blühendes Kino. Das will ich keine Abrede stellen. Ich glaube, du hast auch einen Kinofilm auf deinem T-Shirt da drauf. Nee, Hard das sind Day's die Beatles. Ja, aber Hard Day's Night ist ein 60er Jahre Klassiker. Das Ach so, ja gut. Also deswegen sage ich das nur. Na gut, aber stimmt, den habe ich auch so angesehen. Ja, aber das ist mir auf jeden Fall nicht so präsent, dass ich es gesehen habe. Was zu der Zeit ja auch ist, die Hammer Studios sind da auch, also Christopher Lee, Peter Cushing. Ja gut, aber davon habe ich nicht viel gesehen. Fischer, das ist ja dann eher so dein Metier. Na gut, auch da bin ich nicht so super bewandert, aber so 2-3 Filmchen vielleicht. Aber auch, ja, also wie allgemein in Europa. Da ist immer viel los. Also ich wollte vorhin was noch zu etwas sagen, was Christian gesagt hat, aber du kamst dann total davon abgekommen. Deswegen tut es mir leid, dass ich jetzt nochmal zum Anfang zurückdrehe. Und zwar dadurch, dass ich ja gerade auch mich mit Hitchcock da befasst hatte. Du hattest ja vorhin gesagt, dass sich diese Auflösung mit dem Psychiater extrem gestört hat. Und da bist du ja nicht der Einzige, das hat man halt bei mir immer wieder. Naja. Und ich hatte mir letztens auch mal so ein 2-stündiges Interview mit Hitchcock selbst über die Psycho angeschaut und hat dann Hitchcock auch selber gesagt, dass er den Film ja selber komplett mit seiner Frau finanziert hatte. Ja. Aber sozusagen der Preis dessen war natürlich, dass Universal ihn zeigt. Deswegen mussten sie sozusagen am Ende ein bisschen mitreden, weil ja der Name drunter stand. Ah, ja, okay. Und er selber fand diese Szene mit dem Psychiater auch furchtbar und wollte sie gar nicht haben. Das war die einzige Forderung vom Studio, damit der offiziell gezeigt werden kann. Und das ist im Nachhinein ja wirklich sehr, sehr bezeichnend, dass sozusagen die immer wieder als die schwächste Szene rausgegriffen wird, weil ich finde, das ist immer so, mir ging es genauso. Als ich gesehen habe, ich so gedacht, oh nee, warum denn jetzt diese Laie? Aber lustigerweise hat genau dieser Punkt wurde ja auch vom modernen Kino immer wieder aufgegriffen, dass man immer alles dem Zuschauer erklären muss, wo ich mir denke, warum? Also warum? Und ich habe mich ja teilweise natürlich auch gefragt, wenn das von der gleichen Zeit her ist, welcher Film ist jetzt gruseliger? Also welcher würde mir jetzt mehr Angst einjagen, wenn wir schon direkt einen Vergleich selbst nehmen? Und ich finde natürlich, mit Schwarz-Weiß und Farbe ist natürlich mal so zwei Paar Schuhe, das zu spielen.
Aber ich fand zum Beispiel Peeping Tom, fand ich unglaublich interessant. Das war dieses, ich möchte mehr wissen, ich möchte mehr wissen. Ja. Zeig mir mehr. Er kratzt mich, kratzt mich rein. Und bei Psycho habe ich genau das Gegenteil gehabt. Da habe ich gedacht, oh nee, ich will es nicht wissen, ich will es nicht wissen, dass die Tür zukommt. Nee, kein Schreckmoment, ne? Und dann kommt sie um die Ecke gerannt. Oder? Ja. Also das war mir, ich denke, genau, das sind genau zwei gegenteilige Reaktionen auch von mir. Also in jedem steckt ein Spanner anscheinend. Ja, vor allem, also man könnte ja sagen, dass Peeping Tom irgendwann wird Mark ganz schön berechenbar. Wir ahnen immer mehr, wie der so funktioniert, was einem natürlich auch ein unwohles Gefühl macht, wenn man ahnt, das geht alles überhaupt nicht gut aus. Und bei Psycho ist natürlich die Spannung ja auch da drin, wirklich diese Ahnungslosigkeit, wenn nach 40 Minuten Vivien Leigh dort in der Dusche liegt, haut gar nichts mehr hin, dann weiß man überhaupt nicht mehr, wie soll denn das jetzt weitergehen? Und ich glaube, das macht das wirklich aus, dass umso weniger man weiß, umso besser so. Und ja, deswegen nervt natürlich die Szene, die einem das Gefühl gibt, jetzt gibt's noch mal ganz viel psychologisch zu verstehen, so. Also, es sind eigentlich sind das wirklich zwei sehr unterschiedliche Entwürfe auf sozusagen, also das Plot-Element psychopathischer Killer zu gucken, so, ne? Also das eine über Verstehen und die Psyche und Erfahrung aufblättern und das andere einfach nur, weil man nicht weiß, was Norman Bates als nächstes machen wird, kann jetzt alles geschehen. Lustigerweise habe ich letztens einen Film gesehen, der ist jetzt nicht andersweise so stark wie die beiden, ne? Aber der wird vom Thema komplett soll es Dreierkonstellation funktionieren, weil der die Brücke schlagen würde. Wie heißt denn der? Ich bin gespannt. Der ist von 1970, auch mit Anthony Perkins in der Rolle. Der Mörderhand? Der Engel mit der Mörderhand, aber der heißt ja im Englisch original nicht so. Naja. Okay, nee, sag der Engel nichts. Mit der Mörderhand. Kann ich mal schnell gucken gehen. Ja, genau, du schnell, den habe ich mir letztens mal geleistet. Ja, du kannst ja mal kurz ein Stichwort zu der Handlung irgendwie sagen, weil mir sagt das jetzt. Also, ich bin auch da wieder drauf gekommen, auf die verschreckendsten Insider-Filme in Top 10. Anscheinend bewege ich mich gerade in diesem Metier. Und da war unter anderem auch drin, dass Anthony Perkins ist ja bei Psycho sozusagen dieses Psycho-Image auch nicht losgeworden und war ja dadurch auch 20 Jahre lang komplett gezeichnet. Ja. Und tatsächlich wird sozusagen von der Fangemeinde, also so habe ich das gelesen, seine psychische Leistung in diesem Film deutlich höher geachtet als ein Psycho selbst. Weil ein Psycho ist ja relativ passiv vom Spiel her. Ja. Und hier kann er komplett alle Variationen eines Psychopathen und ähnliches ausleben. Ja, Originaltitel Pretty Poison, der Engel mit der Mörderhand. Also hier, es geht in diesem Film grundsätzlich darum, dass er als Kind aus Versehen, also es wird gesagt aus Versehen, das Haus seiner Tante in Brand gesetzt hat, während sie noch drinnen war. Dementsprechend musste er in eine psychiatrische Anstalt, ist ins Gefängnis gekommen, wurde dann wegen guter Führung vorzeitig entlassen und wird dann halt von der Bewährungshilfe sozusagen gezwungen, in einer Fabrik zu arbeiten, in einer Kleinstadt, wo ihn keiner kennt. Er selber ist aber psychisch nicht ganz gesund aufgestellt. Also er selber lebt in einer Fantasiewelt, die er sich selber einredet. Und entdeckt ein junges Mädchen, also halt eine 17-Jährige, findet halt Gefallen an ihr und stellt sich halt davor, als wäre halt ein Geheimagent, er möchte sie anwerben und so geht halt dieses Spiel los und sie nimmt sie mal auf Missionen mit und was weiß ich was. Und was er halt aber nicht weiß, ist, dass sie halt auch psychisch gestört ist. Und das ist sehr spannend inszeniert, teilweise auch von der Kamera. Also ich weiß nicht, wie gesagt, er ist auf dem Niveau jetzt nicht so hoch wie die anderen beiden, aber es ist auf jeden Fall mal einer, wo ich dachte, naja, noch nie von ihm gehört, ach, guck dir mal an. Und ich war sehr positiv überrascht. Ich fühlte mich da sehr gut unterhalten. Und der erklärt zum Beispiel damit gar nichts am Ende. Der lässt auch alles komplett offen. Das hat mir sehr gut gefallen. Also kann ich nur mal empfehlen, wer das noch nicht gesehen hat, der Engel mit der Mörderhand. Fand ich sehr schön gemacht, auch vor allem der jungen Schauspielerin, von der ich noch nie was gehört. Tuesday World. Ganz, ganz toll gespielt. Und muss ja noch sehr jung sein, ne? Wenn er von ich komme jetzt auch gerade nicht drauf, was hat die noch gemacht? Na, damals 22-jährige Tuesday World begeistert. Da steht hinten drauf. Ja, ja. Also, das passt jetzt ganz Peckinpah. Das weiß ich gerade nicht, aber wir kennen sie, also sie finde ich sehr, sehr auffällig, ist sie in, es war mal in Amerika, dass sie die. Ach, ist sie das? Ja, auch. Also ich meine, es gibt ja mehrere Frauenfiguren. Also, wenn man jetzt. Ja, ich habe sie jetzt nicht bewusst abgespeichert, dass ich sie kann. Ich fand jetzt nur, dass es einen guten Bogen schließt jetzt so zwischen den. Ist ganz die witzig. Prostituierte, die allen mal die Hand gibt. Ja, okay. Falls das sich bei dem Film also noch jemand daran erinnert. In dem Film ist auch eine Szene drin, die möchte ich jetzt nicht so weit vorwegnehmen. Ich sag mal, das erste Mal, wo man ihren wahren Charakter blitzen sieht, die ist sehr, fand ich sehr, sehr verstörend und ich kann viel ab. Das fand ich echt krass gemacht. Also und die weibliche Hauptdarstellerin von Michael Manns Thief.
Ah, ja, Mensch. Das den habe ich nicht gesehen. Peinlich, da bin ich ja, aber das ist nicht auf die ja, das war jetzt der Ball, den ich zu Max rüber gespielt habe, damit es da mal kurz klingelt. Das ist Tuesday Welt, ja, die ist mir auch schon ein paar Mal sehr positiv aufgefallen. Also, wie gesagt, meine Empfehlung war jetzt der Insider-Tipp für rein und falls ihr mal einen Podcast mitmacht, dann werdet ihr vielleicht wahrscheinlich sagen, was hat Kali da gesagt. Das ist eine Regie-Tipp. Aber es war auch besser als halt Red Dawn, da bin ich glücklich. Ich wollte gerade sagen, wir haben ja alle Untiefen hier schon ausgelotet. Ja. Nee, also vielleicht ist ja auch die Idee bei Psycho am Ende gewesen, den Zuschauer, das können wir vorstellen, dass das Studio sowas beschäftigt hat, also den verstörten Zuschauer irgendwie so ein bisschen was an die Hand zu gehen, damit er ein bisschen beruhigter rausgehen kann. Und das finde ich ist natürlich eine Qualität auch von Peeping Tom. Da ist jetzt nichts zum beruhigt rausgehen. Also der Film drückt noch sozusagen im letzten Schwarzbild nochmal eine sehr unangenehme Taste, in dem nochmal die Vaterstimme das ist dann glaube ich Franks, Marks Stimme nochmal kommt. Ich habe es gerade verdreht, weiß ich gar nicht mehr genau. Jedenfalls, wir sind nochmal sozusagen in der Vergangenheit, so in diesen traumatischen Urerlebnissen, die alles andere zur Folge hatten. Also ist auf jeden Fall kein Film, der Hoffnung macht, dass Menschen, denen schreckliche Dinge in ihrer Kindheit widerfahren sind, dass das nochmal gut ausgehen kann. Na gut, aber andererseits ist er ja jetzt aus dem Verkehr gezogen. Ne? Ihn gibt es jetzt nicht mehr. Der Kreis ist geschlossen. Ja, und seine diese ganzen Aufzeichnungen können als für die psychiatrische Forschung verwendet werden. Das ist natürlich was machen wir mit den ganzen traumatisierten Menschen um ihn herum, die das alles miterlebt haben? Das ist ja noch der große Kniff eigentlich, ne? Diesen Film, den er jetzt quasi gedreht hat bis dahin, der würde mich jetzt natürlich auch interessieren. Ich kann mir vorstellen. Die Frage ist ja jetzt, diese Helen, die hat auch für mich ein bisschen zu viel Verständnis am Ende gezeigt, auch wenn er auch diese Angst, die sie weggenommen hat, sie hat ja trotzdem noch mit ihm geschmust, sich an ihn rangedrückt, gegeben. Für mich wollte sie auch quasi die Tür retten. Rennen können, tatsächlich. Sie wollte ihn quasi retten und hat irgendwie geglaubt, ja, also dann ist ja die Frage. Ja, das alte Frauenproblem, ne? Ja, du, ich würde wirklich jetzt, wir sind doch der Podcast für die steilen Thesen, also ich gehe bis zum Ende, merke ich, gehe ich komplett im Verstehen von Mark, also wirklich komplett, also ich bin voller Empathie, also ich wäre auch weinend neben dem zusammengebrochen und gesagt, was für eine tragische Scheiße, das hätte nicht passieren dürfen, ist halt echt schwierig, wenn ein Mensch die Grenzen überschreitet und dabei Menschen umbringt. So, das bringt mich dann auch in Schwierigkeiten, für diesen Menschen Sympathie zu haben, aber ich habe die. Also ich finde, das ist für mich das Besondere an diesem Film, dass es ist für mich kein Monster, ganz und gar nicht, sondern es ist eine ganz, ganz tragische Figur, in der sozusagen, also die nicht rausgekommen ist aus etwas, was ihr angetan worden ist. Es ist ja so, nicht so, dass das, also Mark hat ja nichts von den Dingen irgendwie als Erwachsener mal selber entschieden, sondern das sind ja alles Dinge, die ihm dann widerfahren sind, als er sich nicht dagegen wehren konnte. Weil wir gerade noch Tuesday Welt und Michael Mann hatten, komme ich jetzt natürlich auch wieder zu meinem Lieblingsfilm Manhunter. Dort haben wir nämlich auch dieses Thema, da sagt dann auch der Ermittler immer, als kleiner Junge habe ich, oder mit dem Täter, der damals als kleiner Junge fertig gemacht worden ist, habe ich ein Riesenmitleid. Aber als Erwachsener muss den jemand quasi aus dem Verkehr ziehen. Und je länger ich darüber nachdenke, fallen mir auch noch mehr Parallelen zu Mark hier ein. Denn auch da, bei Manhunter ist der Täter in einem Fotolabor tätig und entwickelt Filme. An dieser Stelle wollte ich mal kurz einfügen, das habe ich am Anfang gedacht. Da bin ich noch wieder raus aus der Nummer, aber ich habe echt nach 10 Minuten gedacht, boah, also hier der 90er-Jahre-Streifen war ein Auer-Foto. Hier mit Robin Williams hat sich ja komplett hier bedient. Oder was, der hat hier den alles ausgeräubert und ist weitergegangen in die moderne Zeit. Also das war noch so mein Gedanke nebenbei. Und deswegen ist also ich habe auch leider auch mit Mark mit und sehe ihn als sehr tragisch, aber ich würde nicht so weit gehen und zu sagen, dass er gar kein Monster ist, denn er hat nun mal gemordet und wieso oder weswegen auch immer, das hilft am Ende nicht einfach nur zu sagen, du armer Junge, wir nehmen dich jetzt mal in den Arm und versuchen dir zu helfen, sondern naja, also das muss natürlich schon irgendwie bestraft werden und der Film bestraft das natürlich auch und lässt Mark ja nicht davon kommen. Aber Ist natürlich schön, diese schmale Graten. Ja. Also man kann ja auch, kennen wir auch aus genug anderen Filmen, Green Mile oder sonst wie was, wo das ist natürlich dann nochmal eine ganz andere Schiene von wegen, eigentlich sind ja alle da unschuldig und die Wärter sind die Bösen und so. Also dieses komplette Umkehren des Täter-Opfer. Ich würde nicht sagen, dass da alle wirklich nicht schuldig waren. Das finde ich übertrieben dargestellt. Also ich glaube, bei Green Mile hat man ja häufig, oder mit den meisten Insassen, leidet man mehr mit als mit einigen der Wärter. So ganz grob und verknappt. Auf jeden Fall
ist natürlich eine sehr interessante Komponente hier auch wieder, ne? Oder was ja öfter mal dann gemacht wird, so dieses, ja, 100 Leute sind tot, ja, das ist schon ein tragischer Typ gewesen, so ungefähr. Das sind jetzt zwar nicht 100, aber was natürlich auch, ich auch immer sehr interessant finde und natürlich auch immer dieses, ja, ich fühle auch schon irgendwie mit, aber nee, es ist trotzdem, kannst du halt nicht entschuldigen, so, dass er die jetzt umgebracht hat, auch damit nicht so. Aber was ich halt auch stark finde, das ist jetzt eine Zeit gewesen, wo sozusagen die kriminelle Forschung, auch nur diese Profile, die es heute gibt, die gab es ja noch gar nicht. Aber obwohl ja noch nicht mal, das sind die ersten Fußtrippelchen, die dafür gelegt wurden, da hat sich ja in sich noch gar nichts bewegt. Auch jetzt, das zu der Zeit war ja auch noch gar nicht in der Kriminalistik diese Verbindung zwischen Kindheit und psychiatrische Störung oder Mordmotiv dargestellt. Das gab es in dieser Zeit ja gar nicht. Also wenn ich jetzt in Amerika gucke, in der Zeit war ja Ed Gein das große Monster, was entdeckt wurde. Dann gab es auch noch ein paar Jahre vorher kaltblütig diese einfach die Morde, die ja sozusagen auch nochmal große Furiositäten ausgelöst hatten. Und was gab es denn in so der Zeit im europäischen Raum? Da gab es ja noch diese Nachkriegsverarbeitung. Da hast du halt auch, sag mal, Straftaten gehabt. Du hast auch Mörder gehabt und Killer gehabt. Und auch, das bleibt ja nicht aus. Aber es war halt noch nicht klar, dass sozusagen auch richtige Monster erschaffen wurden durch Dritte oder durch die SS-Elternhaus. Das war halt, ist noch total unangetastet. Ich finde, dass dieser Film sozusagen, dieser Darstellung dessen, komplett neue Gesprächsstoff aufmachtungsweise, also komplett eine Neuheit darstellt, selbst, weil es ja in einem allgemeinen Kultur noch gar nicht so angekommen ist. Also meines Wissens nach sind die ersten großen Beschäftigungen dieser Art in Ende 70er, Anfang 80er entstanden. Also gerade, was ich mal gelesen hatte. Deswegen, also dass das so wirklich diese Psychologie, der so reingeht, das finde ich ganz, ganz stark. Das ist eigentlich ein Wegbegleiter. Ja, mir fehlt da tatsächlich ein Gesamtbild, um das wirklich einordnen zu können. Aber mir fällt das auch sehr auf. Ich würde sagen, selbst heute ist auch aus heutiger Sicht finde ich noch ein ungewöhnlicher Film, gerade weil der sozusagen die Möglichkeit aufmacht, so viel über den zu verstehen und also das auch ganz ernsthaft, also auch nicht als Gimmick oder so, sondern es sich den ganzen Film durchzieht so und auch ab und zu mal so die Frage ja dann auch so auftaucht, könnte ja auch sein, dass unser eigener Voyeurismus als Zuschauer das auch mit möglich gemacht hat, ne? Also damit meine ich zum Beispiel, dass wenn dieser Psychologe am liebsten die Manuskripte noch haben möchte, dann doch, weil er unbedingt noch mehr von diesen tollen Forschungsergebnissen, die, das könnte ihm als Psychologe ja vielleicht klar sein, schwer erträglich und sehr folgenreich für die Probanden, also für die, also vor allem für den Sohn, ne, sozusagen gewesen sein müssen. Also die Frage, was die Forschung darf. Ne? Ja, das meine ich. Also ich meine, also womit fängt das an? Ne? Also wo beginnt so eine Geschichte? Und wenn man sie sich jetzt am Ende anguckt, dann sehen wir also quasi einen jungen Mann, der schreckliche Morde begeht. Aber wir sind schon ziemlich angetan von dem, was wir da gesehen haben. Ja, wir könnten ja auch sagen, ne, sowas wie, es hört dann auf, so wie jetzt, wo der Tod ist, so. Nur das, was das möglich gemacht hat, das läuft ja noch weiter. Also da man müsste jetzt ja nur gucken, welche Nachrichten produziert jetzt diese Geschichte und welcher Voyeurismus wird da wieder bedient. Und also ich will das nur noch mal so reinwerfen. Ich finde das ganz angenehm, dass der Film das quasi, der schneidet das an. Also man kann sich dem widmen, aber es wird einem jetzt auch nicht aufs Auge gedrückt. Das ist jetzt keine Medienkritik oder Forschungskritik. Aber es schwingt natürlich mit. Also gerade weil das jetzt nicht weiter thematisiert wird. Es wird eigentlich total thematisiert, dass der Vater, das war seine Lebensaufgabe. Ne? Das sind die ganzen Bände, die stehen da alle drin, ja. Ich finde es sowieso stark, deswegen klassischen Voyeurismus hat ja jeder mal. Ja, klar. Aber dann ist halt die Frage, wo ist denn die Grenze? Ne? Wenn da ein knutschendes Pärchen auf der Bank sitzt und du sich guckst über den Zaun, wie lange kannst du gucken, dass es normal ist? Und ab wann überschreitest du diese Grenze? Vor allem als Kind. Als Kind ist man ja neu, da entdeckt man ja noch und ist neugierig. Auch da eine Ist es denn da wirklich verwerflich, da zu gucken? Ja. Doppelte und dreifache Beobachtung. Wie sie dann noch zu ihm sagt, ich hoffe, du hast da eine gewischt gekriegt, ne? Das ist ein zu böser Junge. Und das ist ein Grenzsack. Ja, hat er ständig, ne? Die Kamera ist ja neben ihm. Ja, und keiner kommt auf die Idee zu fragen, warum hat der Vater nicht eine gewischt gekriegt? Weil der ist doch der die Situation produziert hat. Und der ist derjenige, der sozusagen das ausnutzt, also unter der Rechtfertigung, ich mache es ja für die Wissenschaft,
alle Grenzen überschreitet. Ne? Also würde jetzt einfach einer irgendwie so sein Kind immer filmen, oder würden wir alle irgendwie sagen, nee, das geht ja nicht. Und dann sagt ja der Wissenschaftler, nee, ist hier fürs große Forschungsprojekt und so. Also mit dem Ergebnis, das wir sehen, können wir da auch sagen, das geht ja wohl nicht. Aber es gibt ja nicht selten so Dinge, die aus scheinbar guten Gründen so gemacht. Also das hat ja auch ein guter Grund. Es ist auch sinnvoll, dass ein Biologe oder was ist er, quasi erforscht, wie das so mit der Angst und dem Organismus und so ist. Ne? Macht total Sinn, das zu erforschen. Nur darf der das mit seinem eigenen Sohn über jede Grenze hinweg? Ja, der Vater, das Problem, der Vater war ja, dass er auch die Situation selbst erschaffen hat, indem er nachts seinen Gag reinbringt und solche Sachen, ne? Ja. Oder mit Licht weg. Ja. Also er hat ja nicht hier natürlich beobachtet, die natürliche Angst. Er hat ja tatsächlich Angst versucht zu bereiten. Ja. Das ist nur noch zwei Paar Schuhe wieder. Ja. Ich fand übrigens, dass du gesagt hast, auch interessant, weil es ist ja nicht, es funktioniert ja auf mehreren Ebenen bei dem Film. Ich finde zum Beispiel, dass auch diese, als die Mutti versucht, ihn auszufragen, auch mal gleich noch diese Anspielung, ja, ich bin jetzt nicht neugierig, aber ich interessiere mich schon für Gossip, ne? Er sagt mir, ich möchte alles aus erster Hand wissen. Ja. Das ist einmal das, und da fand ich auch noch stark, wie er jetzt erstmal ohne Kamera unterwegs ist und dann das Pärchen, der sich knutscht in der Öffentlichkeit und ganz lassiv. Aber gleichzeitig auch gestört sind, wenn jemand hinguckt, obwohl sie es ja in der Öffentlichkeit tun und dann sozusagen selber Reiß ausnehmen, obwohl sie sich ja selber komplett entblößen in diesem Moment. Das fand ich auch stark gemacht. Die sind ja in der dunklen Ecke schon, ne, und nicht auf der Hauptstraße. Ja. Na gut, aber das andere Pärchen zum Beispiel, das war ja zum Beispiel ein helllichten Tageslicht, das stört sich ja auch nicht, denn das zeigt ja auch, wie oft jemand eigentlich selber offenbart. Wir sind ja sehr in sich versunken. Aber dieses Thema Voyeurismus, ich meine, für mich die Szene, die ich auch noch am ehesten quasi auf das Heute übertragen kann, ganz direkt, ist wirklich, wenn er den nächsten Morgen filmt, nach seinem ersten Mord, wer sind Sie, welche Zeitschrift? Ja, Observer, nichts anderes ist, wenn heute die Leute mit ihren Handys, wenn wir mit den Handys da stehen. Da habe ich tatsächlich gedacht, als er als Einziger da auch steht, man ist ja von der heutigen Zeit schockiert, dann habe ich gedacht, er ist der Einzige, wo sind denn die restlichen Leute heutzutage? Ja, heutzutage, da wird ja jeder, da würden ja nicht nur 1000 Reporter da stehen, da würden ja gleichzeitig auch noch wirklich die Privatpersonen alle filmen, da kommen ja nicht mal die Polizisten durch oder die Krankenwagen. Das ist ja das, was wir in der heutigen Zeit so doll haben, tatsächlich. Das ist ja richtig pervertiert, dieser Voyeurismus. Und das ist nochmal ein interessanter Bogen, weil wir sind ja gar nicht so weit weg davon, dass wir mit unseren Smartphones schon die ganze Zeit unser eigenes Leben dokumentieren und auch alles sozusagen, was uns drumherum so unsere voyeuristische Neugier ergreift, und wir sind auch nicht so weit weg davon, dass natürlich schon der ein oder andere auch seinen eigenen Tod mitgefilmt hat. So. Also dieses Peeping Tom, also, und das, wir sind ja vielleicht, oder mindestens die jetzige Generation, die nach uns folgt, ist eine Generation, die auf jeden Fall omnipräsent auch in ihrer Kindheit schon beobachtet worden ist, deren Teil ihrer Kindheit vielleicht auch schon auf Facebook als Livestream stattgefunden hat. Ja, also interessanter Gedanke, Carly, dass also unsere Gegenwart sehr viel mehr dieser Peeping Toms, also das ist fast schon das ist ja wie Teil der Gesellschaft produziert. Diese hier, die lustigsten so Unfälle hier mit den Dashcams an den Autos, ne, was du eben, also ne, wie naja, hier die ganzen, hier, du kannst ja auch mal auf YouTube gucken, ne, die ganzen YouTuber, die sozusagen bei ihren Selfies gerade vom Dach geflogen sind, oder hier die ganzen Leute, die einmal unter dem Auto, unter dem Zug liegen wollen, wenn es losliegt oder so, und dann dabei gestorben sind. Wie sie sozusagen, auch diese Darstellung, die Leute gehen ja auch danach, dass sie beobachtet werden. Man bietet sich heutzutage ja förmlich an. Ja. Und das ist halt die Frage, wo ist denn die gefährliche Grenze überschritten, auch für einen selber? Und das muss ja auch nur der falsche sehen im falschen Moment, du lässt ja komplett alles offen. Du bist ja bei Facebook nicht anders. Wenn du da was postest, dann wissen ja alle, bist du zu Hause, bist du, also ne, wenn man jetzt mal das ausnutzen wollen würde, könnte man auch ganz, ganz schiefe Gedanken haben. Und dass die Leute, obwohl es ja auch bekannt ist, die Angst, dass die Leute da sozusagen das total ignorieren. Ja. Und sich ja trotzdem weiter, das ist sogar anbieten, teilweise nach dem Motto, folge mir am meisten oder was weiß ich was. Das ist schon, finde ich schon sehr, da frage ich mich, wie soll es noch krasser werden? Ja, also, und wenn man bedenkt, wie den 60ern jetzt in diesem Film, dass so sagen, ist das er mal so filmt, alle schon schockiert sind, nur weil er filmt, mit diesem Sprung, den wir gemacht haben, wie ist denn das erst mal in weiteren 50 Jahren? Da möchte ich gar nicht dran denken. Also, weiß ich nicht. Das ist für mich der moderne Alltagshorror. Ja, wir leben in einer Black Mirror-Folge. ich merke immer richtig, wie ich mir gar keine Lust habe, diese Serie zu gucken, weil ich so denke, ist mir alles immer viel zu dicht dran. Das ist alles schon, ich weiß immer nicht, ob es gerade Doku oder ob es noch eine Science-Fiction-Idee ist. Ja, wir gucken die ja eh nicht, weil wir den Sender nicht haben. Achso. Wobei, nee, ist ja, der Anfang war ja noch eine ganz normale, was BBC oder Channel 4, ne? Channel 4-Serie, glaube ich. Und dann ist sie ja abgewandert zu diesem anderen. Naja, zwei Staffeln, das war ja Special, danach ist er weggegangen. Naja.
Aber ja, auf jeden Fall, ne? Wie alte Filme heute noch gut anwendbar auf die Entwicklung und sonstige Sachen. Ja, also meine sozusagen mein Konstrukt von der Welt passt das irgendwie ganz logisch, dass was du sozusagen als Kind als normal in deiner Umgebung wahrnimmst, ist, also das beeinflusst am stärksten, wie du später dich sozusagen verhältst. Ne? Und ich finde es so lustig, dass man manchmal mal so denkt, so als Erwachsener müsste jetzt immer ganz Verboten und mit Regeln irgendwie sozusagen das Verhalten der Kinder beeinflussen. Dabei wird das Verhalten wahrscheinlich viel stärker davon beeinflusst, wie wir Erwachsenen tatsächlich sind. Also nicht, wie wir sagen, du darfst nur eine Stunde im Smartphone, sondern wie viel ich selber in meinem Smartphone hänge, wird wahrscheinlich viel eher das Verhaltens- und Rollenmodell sein, das das Kind übernimmt. Und das ist, also die extreme perverse Form davon ist jetzt wirklich, was der Vater Mark angetan hat. Und wer weiß, der ein oder andere YouTuber, der sozusagen gar nicht anders kann, als sich permanent zu produzieren und zu veröffentlichen, über alles hinweg so, hat das vielleicht auch schon als normalen Alltag erlebt, so auch, auch wirklich sozusagen vielleicht gefilmt und veröffentlicht zu werden, wo man jetzt vielleicht gedacht hat, ich dachte, das ist jetzt gar nicht für alle so, aber gut, dann sitze ich da gerade auf dem Topf und deine Freunde haben im ersten Jahr von Facebook schon gefällt mir geklickt. So. Ist so krass, ne, so Truman Show. Ja. Damals noch so. Du bist nicht weit weg, noch 20 Jahre. Ja, ja. Nee, das ist ja. Ja, und bei allem fasziniert mich, wir machen es selber. Also, ne, Truman Show 1984 hat immer noch so dieses, da gibt es sozusagen die Macht von außerhalb, der Staat, das Fernsehen oder so, ne? Und jetzt sind es einfach wir selbst. Also wir drücken auf Rekord und lassen uns streamen. Und vor allen Dingen wollen das ja auch, dass das gesehen wird, was bei ihm noch, also na, minimal anders ist, er möchte gesehen, erst wenn es fertig ist, aber vor allem auch dieses im Stillen, im Nebenraum, im Dunkeln und wir, immer nach außen, alles muss gesehen werden. Das ist ja auch der Voyeurismus, den wir gleichzeitig haben, das ist ja nicht nur das von selber anbieten, wir wollen ja auch wissen, was sozusagen die anderen machen. Man kommuniziert ja mal weniger, man guckt eher heimlich, man weiß ja ganz viel, auch der macht jetzt das und der macht jetzt das, nicht weil man jetzt Kontakt hat wie früher, sondern dass man, weil man halt sieht, ach, man kann ja trotzdem, was der andere macht, ohne dass man Kontakt halten kann. Das ist ja das Gruselige. Und was wollte ich jetzt noch sagen? War ich wirklich was anderes? Was hast du eben noch gesagt, Halle? Na, mit dem, dass wir das alles sehen wollen, das davor war auch mit sehen. Voyeurismus. Was wollte ich denn jetzt noch sagen? Das ist das. Das schießt dir bestimmt einfach gleich wieder ein, während wir einfach weiterquatschen. Ja, genau. Dann hackst du einfach bitte, wieder dazwischen. Entschuldige bitte. Also alles gesehen, alles zeigen, auch als kleine Kinder schon, dass man es gar nicht kontrolliert hat. Ja, ich merke nur gerade, ich möchte hier ins digitale Universum einfach mal reingeben. Bitte jetzt ein Remake mal schlau überlegen für Peeping Tom. Da könnte was drinstecken für unsere Gegenwart und mit so ein bisschen Blick in die Zukunft. Also wie würde Peeping Tom heute aussehen? Tweeting Tom. Was würde man alles verändern an dieser Grundstruktur oder welche Dinge würden hinzukommen, erweitert werden? Vielleicht, ich habe jetzt wirklich ein paar Mal, ist mir jetzt dieser Filmtitel immer schon genannt worden, der Film mit Jack Gyllenhaal, wenn der da als Nightcrawler unterwegs ist. Mhm. Ich weiß nicht, ob das vielleicht sogar in so eine Richtung geht. Aber gerade jetzt so diese Obsession, dass das, also wir es ja schon auch mit einem Mann zu tun haben, also wenn er wenn mal für einen Moment der soziale Kontakt möglich wird, blüht er ja auf. Das habt ihr ja auch schon schön erzählt. Mhm. Wenn ihm mal kurz die Kamera abgenommen wird, ist das wie eine Erleichterung. Er scheint fast zu schweben, weil die nicht mehr ihn so runterzieht. Also was wäre das heute? Also wie würde das heute aussehen? Ne? Das Smartphone. Ja, genau. Vielleicht wir müssen uns davon trennen. Genau. Na, das sowieso. Aber ist mir eingefallen, was wo ich hin wollte. Ich wollte einen komplett anderen Schlenker einschlagen. Na, schlenk mal. Schlag mal schlägig. Wir reden jetzt die ganze Zeit über die Beziehung zum Papa. Ja. Ja, was sagen wir denn zu der Mama? Also, ne, hat die Mama die Abwesenheit ist unheimlich, ja. Hat der Papa das irgendwie vorangetrieben, dass die Mama weg ist? Gruselig, ja. Hat er eine Affäre irgendwie? Wann hat er die Affäre gehabt? Hat er die ganze Zeit seinen Sohn hier penetriert? Also, das ist übrigens auch sehr interessant. Weil von der Mutter, der Biologischen, sehen wir, glaube ich, nur die beiden Arme, wie sie im Bett liegt halt, weil er sagt hier, die ist gerade gestorben und er verabschiedet sich sozusagen von der Mutter. Und das, was wir von der neuen Frau sehen, ist halt im Bikini. Also die ist so quasi als Schönheit, wird sie präsentiert.
Aber sonst ist sie ja auch eher. Also ich habe überlegt, ob bei den Schreien zum Schluss, da wird zwar gesagt hier, ja, mit 5 Jahren, mit 7 Jahren, aber ich habe da manchmal den Eindruck gehabt, eher, es klingt ein bisschen wie eine Frauenstimme, also es könnte auch irgendwie die Mutter sein oder so, aber. Ja, wie war denn das eigentlich? Also es hat er ja mit seiner als Geschenk seine erste Kamera gekriegt. Er hatte dann jetzt, also als er klein war, auch schon sein Vater immer dabei gefilmt, wie er ihn filmt. Oder hat er vielleicht sozusagen die Beziehung heimlich von seinem Vater mit seiner neuen Frau gefilmt? Deswegen wurde sie halt auch so offenherzig dargestellt. Vielleicht hat sich dadurch diese Obsession entwickelt. Ach guck mal, Michael Powell hätte glatt auf die Ebene noch kommen können, weil das Bild des, also weil es gibt ja dann sogar die Aufnahme, wie er damit schon hantiert so. Das wäre spannend so. Ich glaube, selbst diese erste Kamera, die hat er ja auch noch, ne? Also die ist Die steht noch da so oben drauf. Ist ja auch nicht so, also auch dieses, diese Verbindung zum Vater ist auch immer noch vorhanden. Na, ich fand aber das stimmt schon. Wie sie meinte, ich wünsche mir zum Geburtstag, dass du mir einen Film von dir zeigst. Ja. Also was du machst, du willst ja Regisseur werden, denn wirklich im Film rein, wo er nur gezeigt wird, was er ja selber gar nicht filmt. Da habe ich auch so gedacht, mit der Form, der fragt sie denn das jetzt nicht? Naja, das wäre eben die Frage gewesen, ja, was hätte er ihr denn da zeigen können? Also wir wissen das natürlich dann wahrscheinlich eher, okay, das ist nichts, was man vielleicht jemand anderem zeigen möchte. Naja, aber das ist halt die Frage, man ja auch sagen können, als Kind filmt er jetzt das Pärchen heimlich über die Hecke oder filmt er den toten Gecko unterm Haus oder was weiß ich was. Also er muss ja schon von früher, er ist ja nicht erst mit dem Tod seines Vaters auf die Idee mit der Kamera gekommen. Das hätte er ja nicht so viele. Ja. Das ist übrigens krass, wie bei mir, in meinem Kopf ploppen gerade immer mehr Beispiele auf, wie in der Gegenwart das schon so völlig normal ist, wie oft Kameras die Kinder in Familien immer schon beobachten. Also ich weiß, ich habe das auch schon mal erlebt bei Bekannten, wenn dann das Babyfon mit Videoübertragung dann auf dem Tisch steht und alle gucken so, ach guck mal, jetzt hat er sich wieder ein bisschen gedreht und so. Und es ist, also es gibt so, bei mir gab es immer auch so die Frage, wie lange wird wohl dieses Babyfon mit Kamera eingesetzt? Mit 3, mit 4, mit 5 Jahren vielleicht immer noch so? Also ab wann beginnt das sozusagen für das Kind auch wahrnehmbar zu sein? Ich werde hier beobachtet so und es gibt ja noch viel aufwendigere Systeme, also wo Leute über ihr Smartphone noch so 2, 3 verschiedene Kameraperspektiven zwischendurch immer mal gucken und also dieses, das ja jedes, also das meistens ja immer nur unter diesem Aspekt, na falls was passiert so, aber all das andere, was da ja dann zwischendrin passiert, passiert ja auch so, ne? Und was ist schon passiert dadurch, dass also, du das es hat ja einen Grund, dass es uns schüttelt, wenn wir mitkriegen, überall waren Wanzen, überall waren Mikrofone, die ganze Zeit in diesem Haus, wurde die ganze Zeit aufgenommen. Also was uns dabei sozusagen Gänsehaut kriegen lässt, so ist ja auch das, was so in der Realität immer normaler wird. Also ich bin froh, ich gucke mich in eurem Wohnzimmer um und ich sehe hier noch keinen Amazon Echo rumstehen oder so einen Scheiß. Das wird auch nicht passieren. Ja, ja, aber es passiert ganz intensiv. Ja, ja. Also vielleicht seid ihr gerade noch so die Generation, die sagt, ach, vielleicht lieber nicht so, aber die davor ist da viel zu aufgeregt und begeistert davon. Ne? Ich meine, ne, wir waren jetzt Anfang des Jahres in London und waren wir natürlich auch für dieses, überall hast du sowohl den Aufkleber als auch tatsächlich die Kamera CCTV in Operation und du wirst halt komplett gefilmt. Und ich denke auch, ja, einerseits ist es komisch, andererseits habe ich schon so den Eindruck, ja, wenn jetzt irgendwie was, dass das schon Leute abschreckt, was zu tun, die es tun wollen, die tun es so oder so, ist schon so, also ich kann den Konflikt habe ich natürlich auch so dieses Jahr, ist es jetzt, wenn du jetzt irgendwo diese Kamera installierst, auch hier jetzt in Rostock oder sonst wo halt auf dem öffentlichen Platz, dann brauchst du wieder jemanden, der sich den ganzen Scheiß wirklich anguckt oder alles muss aufgezeichnet werden. Ne? So, was ist das für ein Mensch, der sich das anguckt? Wie lange ist das der Mensch, der vielleicht eigentlich mit guten Absichten anfängt und dann auch auf durch das ganze Angucken auf andere Ideen kommt oder ich so? Ich glaube, letztendlich guckt das sich doch keiner an, außer da passiert wirklich was zur Aufklärung. Das ist ja keine Prävention, das ist ja ein Nachspiel letztendlich. Naja, und dann wäre die Frage, was passiert denn mit diesem ganzen gespeicherten Zeug? Wer kommt denn da plötzlich mal irgendwie irgendein Hacker an irgendwelche Sachen und dann habe ich mir da gerade in der Nase gebohrt und dann macht das irgendwas, weil das irgendwo veröffentlicht wird oder sonst wie. Und also ne, die Kontrolle, die Beobachtung, also was da alles so für Sachen dranhängen. Ich möchte mal kurz was, ich würde gerne mal auf diese moderne Technikschiene kommen. Ja. Ich finde das unglaublich, ich habe auch das Gefühl, dass umso älter man wird, dass die Technik sich immer schneller entwickelt. Und ich glaube, vor 3 Jahren, korrigiert mich, wenn es so ist, Her mit Joaquin Phoenix. Mhm. Das fand ich auch einen unglaublich tollen, aber auch das dürfte, glaube ich, fast 4 Jahre sein. Das war nämlich der Eröffnungsfilm von der Frieda 23. Was, ehrlich? Ja. Oh Gott, also die Zeit rennt. Ja, aber gut, aber die Zeit rennt. Aber da habe ich noch so gedacht, was ein fantastisch gefilmte Edition. Aber gleichzeitig auch so gedacht, Gott, ist das gruselig, hoffentlich kommen wir da nie hin. Mhm. Und jetzt nach 4 Jahren, wie du sagst,
ja, dann ist das, hast du Siri, dann hast du den Echo, den Amazon Echo dort. Ja. Das ist ja nichts anderes. Das ja, ist du hast die KI-Sexpuppen, die ist mittlerweile anscheinend auch schon so ein paar. Ich weiß nicht, ob die jetzt schon sozusagen auch so für jeden sich leistbar von der Produktion. Ja, aber die Sache der Punkt an der Sache ist, ich habe mit Siri, ich habe dort ja überhaupt gar keine Erfahrung gehabt. Ich habe das hier nur im Fernsehen gesehen, habe immer gedacht, was ist das denn, damit die Leute verblöden, damit sie selber nicht mehr googeln müssen. Und dann hatte ich, jetzt mal kurz in der Serie reingekriegt, Mr. Robot, zweite Staffel gesehen, das halt dann halt dargestellt, Entschuldigung, falls ich jetzt Spoiler, ne, bitte weghören, das sind nur drei Sätze, das ist halt die Polizistin, die sich halt hocharbeitet, aber keine sozialen Kontakte hat, das eigentlich ne, komplett ihren Job aufgeht. Und das Einzige, was sie zu Hause hat, ist sozusagen dann die Siri, die wird dann halt fragt, wie Siri, wie ein Tag, Siri, wie ist das? Siri, liebst du mich eigentlich? Und das war das erste Mal, was ich wirklich was gekriegt habe, und dann habe ich so gedacht, oh Gott, ist das widerlich. Oh nee, sowas kaufst du dir niemals. Das ist so furchtbar. Naja. Das ist so dieses, also diese Vereinsamung, das ist halt allgemein diese Technisierung, dadurch, dass wir alle mit Facebook haben, das Gefühl haben, permanent mit allen gleichzeitig in Aktion zu sein. Da sind wir ja gar nicht in Aktion. Dieses Telefonieren wie früher oder mal zum Kaffeekränzchen treffen, das ist ja gar nicht mehr so aktiv, wie ich das von meinen Eltern noch damals kenne, dass man das hat. Und ich finde, umso mehr Technik man hat, umso mehr das Gefühl hat, man ist mit anderen Leuten in Verbindung, umso weniger ist es man tatsächlich. Und ich finde, dieses Siri und Echo Dot, das ist der letzte Schritt für die Vereinsamung selbst, weil ich ja, wenn ich das Gefühl habe, ich werde die ganze Zeit bespaßt durch eine Maschine, die ich als Maschine erfasse, dann brauche ich ja auch nicht unbedingt, habe ich ja nicht diese Notwendigkeit, mich so schnell mit jemandem zu verabreden oder soziale Kontakte aufzubauen, wie ich hätte, wenn ich jetzt allein zu Hause in der Wohnung sitzen würde und dann ich merke, oh nee, ich muss mal wieder unter Leute. Und ich finde, das ist eine ganz, ganz gruselige Entwicklung. Das lässt mich schütteln. Ich finde das echt gruselig. Das übertreibe ich jetzt nicht. Um dann noch kurz zu kommen, also auch wir haben ja quasi Siri mit den Laptops und auch wenn wir die quasi deaktiviert haben oder zumindest die Kamera abgeklebt haben, die Mikrofone da sind ja trotzdem offen bei diesem Laptop. Also der wird ja, nehme ich einfach mal an, auch irgendwie aufzeichnen. Und ich merke es auch selber, wenn ich mit meinem Handy unterwegs bin und dann an manchen, also wenn ich zum Beispiel auf Toilette gehe oder so und dann mal google, ich lasse ich immer die Kamera zuhalte oder das woanders hinhänge. Ja, das klingt total paranoid, aber da fehlt dann sozusagen das komplette Vertrauen, dass da nichts ist. Warum? Also das möchte ich jetzt auch nicht schenken. Nö, also wenn du nicht möchtest, das garantiert, dass nicht der Anblick nicht irgendwie weitergeht als nur zu dir selbst, dann ist das total richtig, weil du kannst das nicht ausschließen, immer weniger. Und was ich übrigens bei künstlicher Intelligenz ganz spannend finde, ist, dass die oft als Antwort für das genommen wird, was wir gerade schon beschrieben hat, als da stauen sich doch so viele Daten, ne, mit den ganzen Überwachungsvideo. Und ich meine, denk nur dran, dass ja wirklich sehr ernsthaft der gesamte Internetverkehr der gesamten Welt mitgeschnitten wird. Ne? Deswegen brauchen die NSA braucht dafür so große Datencenter, weil das Volumen ist enorm und das können Menschen nicht mehr durchsichten. Das überlässt man künstlichen Intelligenzen. Das ist etwas, was schon längst passiert, also woran wir uns immer mehr auch schon sozusagen bei Suchergebnissen gewöhnen. Das haben wir ja auch nicht mehr, wenn ich eine Google-Suche mache, dann hat ja auch nicht mehr ein Mensch sozusagen sich überlegt, was man auf diesen Suchbegriff alles für Seiten zuordnen kann, sondern das sind immer mehr automatisierte Prozesse. Und das ist das, was mich zum Beispiel auch sehr unwohl werden lässt. Der Gedanke, also ich lasse mich einerseits schon sehr intensiv all Zeit und allen Orts überwachen und dann lasse ich auch noch ein automatisches System entscheiden, ob ich jetzt gerade eine Gefahr bin oder nicht oder ob ich jetzt beobachtenswert bin oder nicht, weil das so wird dann ausgesucht und das wird dann wiederum Menschen gezeigt, die dann was damit anfangen sollen. Aber ihr wisst, wie das ist, wenn mir ein Computer sagt, oh Achtung, könnte gefährlich sein, auf das, was er mir dann zeigt, gucke ich natürlich argwöhnisch. Also das verändert ja meinen Blick. Und dass wir sozusagen uns immer mehr sozusagen unsere Meinung abnehmen lassen, das ist, glaube ich, die eigentliche Gefahr, die da so mit drin steckt. Also auch Siri kann ich ja sagen, spiel mal schöne Musik oder so. Und er wird dann irgendwas gucken, was irgendwie vom meinen Hörgewohnheiten vielleicht dem entsprechen könnte. Aber ich habe das in dem Moment abgegeben. Und es gibt einen Moment, wo ich als Mensch das wie so eine, oh, das ist ja wie das Paradies so, ich muss nur was dahin sagen und dann wird mir mein Wunsch quasi, ich kann ihn selbst noch nicht formulieren, der wird mir aus dem Gehirn abgelesen, aber in Wirklichkeit. Ja, der Schritt fehlt ja eben noch, dass der nächste dann kommt. So dieses, obwohl ich bei YouTube glaube, das überspringen wir. Ich glaube, wir lassen jetzt eher unsere Gehirnkapazität wirklich zurückgehen, so auf längere Sicht, also das erleben wir dann nicht mehr direkt, aber und es passt sich einfach den Möglichkeiten von Software an, das könnte schon sein. Ich finde es auch die Entwicklung mit den Drohnen als Beispiel, ja. Ne? Ich finde dieses, dass sie immer verfügbar sein durch Lieferungen, einerseits finde ich schon
too much. Aber gleichzeitig halt auch, was mir jetzt aus dem amerikanischen Film gerne mal gezeigt wird, ist dann halt, dass Leute einfach ganz normal in ihren Container gehen und dann halt die Drohnen in Afrika oder in so Nordafrika einfach abschießen, einfach so, als wäre es halt einfach so ein Spiel, und dann bim, 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 ohne dass sie überhaupt eine Verbindung dazu hätten und einfach Leute tun. Nur weil jetzt gesagt wird, da könnte eventuell ein Opfer sein, egal wie viele Leute Kollateralschaden sind, und dann gehen sie nach 8 Stunden nach Hause und ja, alles war gut. Diese direkte Verbindung nicht mehr ist, diese Wertschätzung selbst durch diese Technik, die halt Zwischenglied ist, das ist schon eine sehr bedenkliche Entwicklung. Das finde ich schon. Und übrigens ist es ja interessant, dass gerade dort in diesem Bereich ist Depression unglaublich verbreitet so. Den Leuten geht es in der Regel ganz schön schlecht so. Und dann ist ja der nächste Stufe der Eskalation aus meiner Sicht, wie werden diese Menschen wieder beruhigt so, ne? Vielleicht auch mit welchen medizinischen Hilfsmitteln. Also ich habe wirklich das Gefühl, so meine Dystopie ist sozusagen für die nächsten 100 Jahre, dass wir zu so einer dass wir uns selbst sedieren sozusagen, runterfahren mit unseren Sorgen so, mit der richtigen Tablette, und die sozusagen die Unterhaltung machen dann die automatisierten Systeme so, und dann sind wir, glaube ich, irgendwann diese dicken, lustigen Schwabbel aus Wall-E, wisst ihr noch? Ja. Die da immer mit den Drinks irgendwie durch die Gegend gekarrt werden. Also das wäre so meine Dystopie dazu. Ich versuche jetzt mal den Bogen wieder hinzukriegen. Mit dieser Gegenwartsbeschreibung, was uns so umtreibt und den Gedanken so auch rund um Beobachten und Beobachtungen, jetzt einen Peeping Tom nochmal zu inszenieren, das meine ich damit, ne? Das wäre doch spannend. Also das wäre wirklich einfach nochmal, also so wie dieser Film seine Zeit, die wir jetzt gesehen haben, so die 60er Jahre, ein Stück weit reflektiert, oder er ist auf jeden Fall sehr sichtbar in dieser Zeit entstanden. Und da würde mich der Gegenwärtige interessieren. Also ich glaube, was mich auch fasziniert, was ich mir jetzt eben nicht vorstellen könnte, den Sprung ins Heute und hier und jetzt, die Begeisterung, die irgendwie da ist für ein Filme machen, einfach in Form vor allem dieses Werbespots, aber natürlich auch irgendwo bei Marc, so der eben eine Kamera und Film, und man muss das richtig einstellen und das Licht noch und guck doch mal da an und sowas. Also das ne, es geht ja eben um diesen Voyeurismus, ist ja Film gucken, ist ja nichts anderes, aber das eben das und dieses, wie das heute ist, ja. Na, ich meine, man könnte doch sagen, es ging darum, also durch also eigentlich wollte man Gefühle beobachten, hat aber gemerkt, damit ich auch im richtigen Moment die Kamera laufen habe, muss ich die Gefühle auslösen. Das ist ja das, was da diese perversen Ideen vom Vater sind. Das ist ja auch den Satz, den er einmal sagt, ne? Wenn Helen ihn fragt, was fühlst du gerade? Und dann sagt er kann es nicht sagen, er könnte es höchstens filmen oder so. Ja, ja, also genau. Das ist nochmal so ganz deutlich. Also, ja. Und ich habe das Gefühl, in der Gegenwart würde es wahrscheinlich jetzt eher die Figur eines Fake-News-Produzenten sein. Irgendeiner, der irgendwie sozusagen Bilder und Worte so manipuliert, dass es bestimmte Reaktionen beim Publikum auslöst. So. Also vielleicht wäre das der, also das wäre dann, man müsste es wirklich weiterentwickeln. Es würde dann nicht mehr Peeping Tom heißen. Es wäre dann wahrscheinlich was anderes so. Aber ja, ich frage mich tatsächlich, was müsste man in der heutigen Zeit denn machen, damit man als abgestumpfter Zuschauer wirklich schockiert noch ist. Also, dass man wirklich sagt, aha, wenn man durch den ganzen Slasher-Mode und was, das hat sich ja auch alles kultiviert in der heutigen Zeit, ne, dass man alle möglichen Blutsachen sind und was weiß ich, durch Saw und alles, das nimmt man ja alles total hin. Was muss denn da passieren, dass man noch wirklich sagt, oh, jetzt wird's richtig, richtig schlimm, und dass wir als Zuschauer wirklich dann sitzen und sagen, ah, beim Kino mal, dass mal wirklich eine richtige Kinoreaktion kommt. Ja. Wie es wie vor 50 Jahren war, was noch beneidenswert war, wo Leute weggeguckt haben und sich rangesprungen sind. Das hast du bisher richtig abgestimmt in der heutigen Zeit. Das ist ja nicht mehr so. Weiß ich nicht genau. Also ich erinnere dich an Wer die Nachtigall schüttelt. Da habe ich auch mitgefiebert und mitgelitten. Das ist ja und, was anderes. Naja, aber der erzeugt auch die Emotionen im Kino. Das ist aber was anderes. Ist auch, und ich glaube nicht, dass wir alle abgestumpft sind. Na, also ich finde, wann wart ihr das letzte Mal richtig in einem vollen Kinosaal, wo der Film so viel ausgelöst hat, jetzt nicht keine Komödie, ne? Wo der Film so viel Horror ausgelöst hat, dass Leute wirklich gesagt haben, ah, oder haha, laut gelacht haben, oder wirklich, dass sozusagen, dass es auch ein Erlebnis jetzt war, nicht den Film zu sehen, sondern das Erlebnis einfach in der Menge der Leute den Film zu sehen. Ich würde sagen, bei uns war es entweder Conjuring oder Insidious 2. Ich glaube, es war Insidious 2 in Malmö. Es war nur mal, zum einen war es war Insidious 3, und es war nur, weil es eine Mädchengruppe war von 14-Jährigen. Und es war auch wirklich witzig, gebe ich zu.
Aber das war auch, weil, nee, das hat mich einfach so an diese Filmvorführung, also an die Kinovorführung in anderen Filmen erinnert. Ich glaube, bei Scream 2 ist das am Anfang so, wo dann auch immer total, wo du immer denkst, was ist da los? Das Popcorn fliegt durch die, oder bei Gremlins eben, wo die alle so total abgehen und denkst immer, welches Kino ist das eigentlich? wo das mehr als einmal passieren kann. Entschuldigung. Aber so in die Richtung gehen, so von der Stimmung her, doch, ja, würde ich sagen. Ich erlebe immer alles Mögliche. Ich staune, also manchmal trete ich so total aus meiner Blase heraus, manchmal gar nicht geplant, sitze dann mit Leuten, mit denen ich sonst nie irgendwie in einem Film sitze, sitze jetzt mit denen in einem Film. Und dann staune ich, mit welcher Inbrunst die Gefühle zu etwas haben, was ich zum Beispiel abgestumpft und abgeklärt so, oh, schon wieder hier so auf die Tränendrüsen drücken. Und also vielleicht, weißt du, dieses so nach 1000 Filme intensiv geschaut, erzeugt ja auch ein, wenn jetzt ein Film um die Ecke kommt, der wirklich so quasi die übliche Routine abspult, die du schon so oft gesehen hast, dann erreicht dich das manchmal gar nicht mehr. Mhm, ne? Und dann sitzen aber da andere. Und für die ist das total pur. Und ich denke so, ja, ist auch gut, sich daran zu erinnern, dass das sehr unterschiedlich ist bei den Menschen. Also, und ich kann mich aber tatsächlich jetzt auch gerade nicht mehr erinnern, in einem Horrorfilm der Gegenwart gesessen zu haben. So, ne? Also, das habe ich schon lange nicht mehr gemacht, weil mich also selbst das gerade nicht so gereizt hat. Also, ich habe jetzt zum Beispiel vor kurzem Annihilation gesehen. Ich weiß gar nicht, ob ich damals ins Kino gegangen wäre, ne? Aber ihn jetzt gucken zu können, hat mich neugierig gemacht, von Alex Garland, der ja. Film mit Natalie Portman. Den hätte ich jetzt gerne im Publikum gesehen und hätte gerne geguckt, wie der sozusagen eine Wirkung provoziert mit etwas. Eigentlich nur an zwei, drei Stellen nimmt der mal eine andere Abbiegung so. Der ist sonst gar nicht so außergewöhnlich. Aber an zwei, drei Stellen traut er sich was. Da hätte mich interessiert, geht er im Publikum mit oder nicht so. Ne? Da war es total schade, das jetzt alleine vom Fernseher zu gucken, weil der in Deutschland nur bei Netflix ausgestrahlt wird. Das ist auch schon lustig. Na, ich glaube, wenn ich so zurückdenke, meine eigene Frage mal zu beantworten, vor einigen Jahren, gefühlt ist es noch nicht so lange her, wie es wahrscheinlich wirklich ist, irgendein Paranormal Activity Film. Ich weiß nicht, welcher es war und ich fand ihn jetzt auch nicht besonders gut. Ich weiß nur, dass wir da im Kino saßen, im vollen Kinosaal, und da gab es dann eine Gruppe, die jetzt so mitgewummt, dass das ganze Kino mitging. Und ich kann mich an den Film nicht mehr erinnern, ich weiß, was ich den doof fand, aber ich fand, das Kinoerlebnis mit den Leuten, das war ziemlich cool. Und ich bin halt, dadurch, dass wir natürlich häufig ins Kino gehen, bin ich teilweise auch schon recht abgestumpft und denke halt ganz oft, dass die Filme sich heutzutage nicht mehr so viel Mühe geben mit der Detailarbeit, sondern wirklich immer die gleichen Schema F bedienen. Bei Komödien sind es immer, bei deutschen Komödien sind es meistens auch immer die gleichen Witze. Ich hoffe, es gibt natürlich auch immer Ausreizer, aber meistens ist es immer fürs gleiche Klientel. Und ich finde auch bei Dramen, das ist meistens immer alles ist immer wieder das gleiche Prinzip vom Gefilmten her, wo ich mittlerweile denke, oh, wenn ich jetzt heutzutage moderne Filme ins Kino gehen, wenn ich jetzt eine Note geben würde, gehe ich meistens mit einer 3 raus und nicht mehr so blockbuster-mäßig mit 1 und 2, wie es mir in meiner Jugend gefühlt noch verklärt so war. Es ist natürlich die Frage, ob ich jetzt abgestumpft. Weil wir gerade aktuell auch eine ziemlich gute Komödie oder viel Spaß bei einer Komödie hatten. Ja, aber das ist aber für mich auch keine 1 einwerfen. Plus. Also, ja, ich wollte es nur kurz noch einwerfen, dann nicht, dass wir jetzt. Ja, aber es gibt natürlich auch Ausreise, ich kann es ja nicht pauschalisieren. Ich habe nur das Gefühl, als ich noch jünger war, als Teenager oder später, kurz danach, ins Kino gegangen bin, dann bin ich erstmal nicht so häufig ins Kino gegangen, dann war ich aber auch total begeistert teilweise von den Filmen, die ich auf der Leinwand gesehen habe. Also wenn ich daran denke, was ich an. Ja, weil ich das erste Mal bei Herr der Ringe 1 bei den Gefährten im Kino gedacht habe, wie ich dachte, wow, was ist denn das? Das ist mal was richtig, richtig Tolles als Beispiel. Ja. Oder mit Matrix, oh, wie cool ist denn das? Das ist ja richtig, auch mit dem Soundtrack. Das waren noch Erlebnisse, aber ich kann mich nicht ganz erinnern, wann ich das letzte Mal gedacht habe, wow, das ist jetzt der Film. Das ist mein neuer Lieblingsfilm. Es ist bei mir schon Jahre her, dass ich das mal im Kino selbst empfunden habe. Und das kann natürlich daran liegen, dass ich abgestumpft bin, aber es kann natürlich auch sein, dass ich sozusagen die Kinowelt abgestumpft ist. Also ja, wahrscheinlich ein bisschen von beiden. Also ich finde das manchmal interessant, wenn man sich diese Filme, die man als Jugendlicher so abgefeiert hat, wenn man sich das nochmal wieder anschaut, daran kann man eigentlich ganz gut überprüfen, was hatte mehr mit meinem Alter zu tun, was hatte vielleicht wirklich was mit einer Zeit und mit einer Art Filme zu machen zu tun. Also ich habe da und mache da wirklich unterschiedliche Erfahrungen. Also manche Sachen bestätigen sich und manche Sachen entlarven sich so. Und natürlich entlarven heißt, ist ja auch
auch nur relativ zu meiner aktuellen Wahrnehmung. Natürlich verändert sich das. Ich habe mich zum Beispiel total gefreut, nach einer sehr langen Zeit auch eher mit Unlust ins Kino zu gehen, sitze ich in Phantom Thread, also hier am Seidenen Faden oder der Seidene Faden. Das ist ein deutscher Titel, ey. und war hin und weg so, ne? Also habe damit gar nicht unbedingt gerechnet und war mehr als zufrieden und sagen, ja, genau, so, das ist Kino, das erreicht mich, das, und dann sitzt nie mehr jemand und sagt, was war das für ein langweiliger Scheiß, so, ne, also daran ändert sich ja auch nichts, das ist die persönliche Wahrnehmung, oft schon einen Platz weiter aufhört und krasses Zerrbild wiederfindet. Ja, ich weiß es auch nicht. Ich suche es aber tatsächlich immer weniger im Blockbuster-Kino. So, ich meide das manchmal auch. Ich möchte gar nicht Shape of Water sehen, um dann rauszufinden, dass der mich auch nur wieder enttäuschen wird. So, ich lasse das dann einfach weg und freue mich dann, wenn mir manche Filme dann 10 Jahre später begegnen und mich dann nochmal eines Besseren belehren oder. Ich habe zum Beispiel gedacht, jetzt dadurch, dass wir nur schön auf diese abgehangene Leinwand geguckt haben, war man gedacht, dass so, oh, ich hätte auch genau Bock nochmal drauf, auf der Leinwand Psycho zu gucken. Einfach nur mal, um diese Wirkung nochmal im Vergleich zu sehen. Natürlich auch mit diesen Details, Sachen, die ich vielleicht gar nicht gesehen habe auf der Leinwand, weil ich ja sowieso nicht so das Auge dafür habe wie ihr, ne? Aber das vom Erlebnis her, das ist bestimmt auch noch was, wo du dieser Grusel vielleicht noch stärker zu spüren ist selbst. Max, ich verschaffe dir mal ein bisschen Zeit und sag jetzt zu Kali, es muss immer ein 4K-Beamer sein, drunter geht's nicht. Also, ich muss leider noch 5 Jahre warten, bis ihr euch das leisten könnt. Vielleicht machen wir bei einer Verlosung mit. Ja, genau. Genau, und dann kommt dann eine schöne Rollo rein an meinen dran. Nee, aber das ist auf jeden Fall noch so, ich meine, das war vielleicht auch nochmal für dich jetzt ein Hinweis für deine Schatzkiste. Geh mal noch mal in die USA. Ja, Rosemary's Baby. Ach so, ja, nee. Das ist jetzt nicht mein Film. Tja. So gerne ich Polanski mag, aber das Ding ist am Ende, das macht mir alles kaputt. Okay, hast du ihn schon gesehen, Max? Ich kenne ihn, also, aber es ist auch schon wieder eine ganze Weile her, dass ich ihn gesehen hatte. Und, Ja, ich bin gespannt. So, hast du ihn schon gesehen? Können wir schon, ich kenne ihn, ja. Gott sei Dank, ist ja scheiß Wissen. Nee. Ich weiß, dass ich den total interessant beim Gucken fand, so, und dann ist aber nicht viel übrig geblieben. Da bin ich jetzt auch gespannt, den nochmal wiederzusehen. Und wir nehmen das jetzt mal hier auch zum Ausstieg und zum Anteasern, denn das wird ja schon die nächste Folge werden. Sozusagen in der Gegenwartszeitleiste unserer eigenen Existenz ist das schon in 2 Tagen. Mhm. Für euch wird das etwas später folgen. Müssen wir auch mal gucken, ne, wie das sich dann veröffentlicht. Esther Polanski? Im Podcast? Ja, ich vermute schon. Ja, ich wüsste nicht, dass wir das. Ist das sehr gut möglich? Ja. Wir stellen eine harte Frage hier. Ja, nee, ich wüsste, also. Nee, also wir sind jetzt mit, seit wir die 100 hinter uns haben, schwindet immer mehr mein Gedächtnis zu den Dingen, die wir schon gemacht haben. Und wenn ich selber auch so ein kleiner Hinweis an die Zuhörenden, man kann ja bei uns auf der Webseite wiederaufführung.de einfach ins Archiv gucken und ich staune dann. Ach, echt. Und dann nicht selten klicke ich auch mal drauf. Und ich höre mal rein und dann geht es meistens immer noch so weiter mit dem Ach und Aha und also ich mache unterschiedliche Erfahrungen. Manchmal höre ich nur einen Satz und weiß wieder, wie das Gespräch war und manchmal höre ich 20 Sätze und denke, echt, ne, wir haben wirklich schon es lässt sich nicht überhören, das sind wir beide in der Regel und ich staune dann aber trotzdem, also das ist ja eigentlich so einer der Geheimpunkte für mich, diesen Podcast zu machen, so ein bisschen auch gegen das eigene Vergessen anzugehen, so ein bisschen mache ich das jetzt auch mit meinem Letterboxd-Account, wenigstens einen Satz zum Filmerlebnis schreiben und auch da habe ich schon die gleiche Erfahrung gemacht, wie jetzt hier beim Wiederanhören, ich kann nur noch nicht sagen, ob das bestimmte Filme sind, aber immer wieder einen ganzen Haufen Filme sind wie weggeblasen aus dem Kopf und wenn ich dann meine eigenen Gedanken lese oder höre dazu, ist das nur noch irritierender, weil das meistens nicht die Erinnerung zurückholt, sondern nur mir klar macht, ich habe das zu einem anderen Zeitpunkt gesehen, dazu was gefühlt und gedacht. Das war echt spannend, ne? Und dann schiebt der Verstand das wieder. Also beim Zuhören ahnt man natürlich, ja, das war so. Also irgendwo eine Synapse kriegt es auch noch auf die Reihe. Das ist komisch, ne? Habt ihr eigentlich eine Lieblingspodcast-Folge so von euch, von wo ihr in Ritter, oh, das war meine Lieblingsfolge? Das ist eine schöne Frage. Habe ich bestimmt, aber ich komme gar nicht drauf. Also ich habe eine bei euch. Na? Ich fand der Weiße Hai ganz toll. Es hat nicht nur Spaß gemacht in der Vollendung, fand auch das beim Anhören, das war so unglaublich lustig. Ja, ja.
Ist auch eine der beliebtesten Folgen. Also wenn mich zum Beispiel jetzt jemand fragen würde, ich will mal reinhören, was soll ich hören, würde ich wahrscheinlich sowas machen. Ich mag dann auch gerne so die, wo wir dann sozusagen noch ein oder zwei, drei Menschen mehr sind so. Blade Runner ist auch, glaube ich, so eine Folge, wo, also habe ich zum Beispiel, das war immer so eine Folge, wo ich dann nochmal reingehört habe und dachte, ja, ich weiß noch, wie das war. So, da kam man abends, obwohl es schon so spät war, kaum raus, so, weil man noch so drin war. Also ich fand jetzt ähnlich wie auch jetzt bei Peeping Tom, also manche Filme erlauben einfach nochmal eine extra Gedankenschleife und ja, und da, wo sich das so ergeben hat, das sind dann manchmal die Sachen, die ich gut erinnere. Aber ja, dann wird es auch schon wieder schwer. Noch weitere Beispiele, hast du noch eins? Konkret, nee, wie gesagt. Ja. Aber ich glaube, die, wo wir im Kino tatsächlich auch geguckt haben und so, das war schon immer, ja. Das macht nochmal eine ganz andere Welt auf quasi. Ja, deswegen, also ich... Aber natürlich sind alle unsere Folgen gut. Aber natürlich. Außer die schlecht sind. Ja, also das ist ja das Schöne, dass wir uns ja Gott sei Dank nie vorgenommen haben, irgendwie erschöpfend bestimmte Wissensvermittlungen zu übernehmen, sondern wirklich nur bei uns zu bleiben, inklusive dem Gefühl, dass du ja auch so schön hattest, nachdem wir hier angefangen haben aufzunehmen nach Filmende. Ja, Moment mal, kann ich mal erstmal sacken lassen, was ich hier gerade gesehen habe? Ich finde, das gehört auch dazu. Ja, bevor wir beenden, möchte ich natürlich nochmal Danke sagen dafür, dass wir dieses Beamer-Erlebnis unser Wohnzimmer erleben durften. Ja, das war wirklich mal eine Erfahrung, also muss ich echt sagen. War schon cool. Stimmt. Und dann gerade bei dem Film, ich finde, das hat sich wirklich gelohnt. Also das hast du komplett recht. Können wir vielleicht auch mal in die Schatzkiste holen? Ja, Max, es gibt so Filme, die gehören auf Leinwände. Wir besprechen dann in 2 Tagen, ob bei Rosemaries Baby das der Fall ist oder nicht. Ich bin mir da noch nicht so sicher. Ich bin auch neugierig. Ja, ich wünsche euch viel Spaß dabei. Ja, das ist ja genau den man nicht dabei hat. Aber ist ja, vielleicht holen wir uns noch irgendeine schwangere Bekannte noch dazu, damit wir ein bisschen so ähnlich wie bei Peeping Tom beobachten, wie es ist, wenn jemand wirklich Angst kriegt. Hatte ich neulich, ich stand an der Kasse, da kamen ein älteres Pärchen und dann meinte, guck die Frau ins Programm und so, den habe ich damals in den 70ern gesehen, da war ich schwanger, den fand ich nicht so gut. Natürlich nicht. Aber vielleicht würde der heute ganz anders auf mich wirken. Nee. Ich dachte, ja, ne, klar. Nee, also, dass das dann vielleicht ein bisschen näher dran ist. Von wann ist der? 68. Ach so. Ist halt, bin ja wieder hier 50, Hochphase. 50 Jahre. Mhm. Das wird rennen. Aber auch das, ja, die Schatzkiste-Staffel nähert sich auch dem Ende. Ja, ich glaube, wir haben das auf jeden Fall noch nicht erschöpfend besprochen und es gibt noch viel, viel mehr über Peeping Tom. Hey, nun droh doch nicht schon wieder so damit, sonst müssen wir ja wie beim Bahnhofskino 5 Jahre später die gleichen Filme nochmal besprechen. Da habe ich mich sehr amüsiert, das möchte ich an dieser Stelle auch mal laut und öffentlich gesagt. Also Max, ich möchte, dass uns das auffällt, falls wir ernsthaft diskutieren, Filme ein zweites Mal zu besprechen. Ja. Gab es das bei dir schon mal? Hast du das schon mal überlegt? Na, ich habe auf jeden Fall immer wieder den Gedanken gehabt, oder am Tag danach, das wollte ich noch erwähnen und da hätten wir drüber reden müssen, ja, und das fehlt, ja. Und ach, das haben wir auch nicht erwähnt, oh Gott, ja, und nein, konnte ich da schon stoppen? Schreib doch bitte das Internet voll damit. Es gibt ja durchaus Menschen, die uns auf unserem Twitter-Account folgen oder unseren Letterbox-Tagebüchern irgendwie hinterher stochern. Also bitte da gerne das fortsetzen. Ja, und wir haben ja auch schon wieder in letzter Zeit viele Filmvorschläge bekommen und Leute, die sich gewünscht haben, dass wir uns wieder mit dem deutschen Nachkriegskino ausgucken. Schon wieder. Und gut, dass du das mal so sagst, dann kann ich nämlich an 2 Menschen sagen, danke für eure Spende. Das kam ziemlich gut zum Jahresanfang jetzt, weil da muss ja auch immer der Server bezahlt werden, damit er auch weiterhin unsere Folgen hier ausliefert. Also vielen Dank für die kleine Spende und ja, die Vorschläge zum deutschen Nachkriegskino, das fällt durchaus auf Gehör. Also, war da eigentlich auch Schwarzer Kies mit dabei bei den Wunschfilmen? Also den habe ich auf jeden Fall hier stehen. Ich bin nicht sicher, ob das ein Wunschfilm ist. Das ist eher vielleicht ein Wunschfilm dann von mir. So mal wieder, also der wird jetzt auch gerade ein Wunschfilm von mir. Ich bin gerade drüber gestolpert, dass das Arsenal in Berlin im Mai macht das eine Helmut-Keutner-Retrospektive. Ich glaube, geht im April schon los und bis in den Mai hinein. Ich hatte auch einmal über die Termine geschaut und so gedacht, Und merkte dann einfach nur beim Durchlesen der Filmtitel, und also gerade auch durch unser ich drifte wieder ab. Das wäre mal jemand. Ich wäre noch gar nicht in der Folge. Ich fange jetzt gleich sonst nur an, über die ganzen Filme von Helmut Keutner zu reden. Das brauchen wir jetzt nicht machen. Das könnten wir auf jeden Fall immer wieder mal noch hier tun. Haben wir noch nicht genug gemacht. Zum Abschluss noch mal 1-2 Sätze zum Film, euer Fazit.
Das ist ja unglaublich, Carly, wie du das hier sprengst. Sie hat dann natürlich auch noch ein, zwei Sätze zu dir. Was willst du denn noch aus? Ich habe mich schon so eine kurze Zusammenfassung. Also ich habe vollstes Verständnis für Marc. Ich kann das verstehen, dass das passieren musste und ich wollte nichts davon. Toll, dass so ein Film das macht und dass der mir nebenbei die ganze Zeit auch noch was über das Filmemachen erzählt und dabei manchmal auch die Frage stellt, könnte es sein, dass Filmemacher auch ganz schön voyeuristisch unterwegs sind, genauso wie das Publikum, das sich die Filme reinzieht? Also welche Schuld haben wir daran, dass Marc so geworden ist, wie er ist? Ja, ich bin schwer begeistert von dem Film und hoffe, dass mir dieses heutige Erlebnis noch gut in Erinnerung bleiben wird und befürchte natürlich, dass jede weitere Sichtung nicht so toll sein wird. Weil ich vielleicht mal ein kleineres Bildschirm schaue. Staubsaugervertreter, aber ich wollte mal was sagen. Also für nur 299 könnte das für die nächsten 300 hier liegen. So, und du musst jetzt auch noch sagen. Also ich bin auch ganz, ich schließe mich da komplett an, ich bin auch ganz, ganz stolz begeistert von dem Film und freue mich, den nochmal öfter sichten zu werden. Wahrscheinlich werde ich jedes Mal noch begeisterter sein, noch mehr Sachen zumindest entdecken, noch mehr Psychoanalyse anfangen. Ich kann dir schon abschließend nur sagen, guckt euch den an, das ist wirklich eine Empfehlung wert. Ja, ja, wir haben geguckt, die britische Blu-ray von Optimum Releasing. Ich bin mir nicht hundertprozentig sicher, ob und wie es den in Deutschland gibt, ob Studio Kanal den auch hierzulande im Repertoire hat. Das war ein Schnäppchen. Ja. Ja, auf jeden Fall. Und es sieht auch so aus, als wäre da die Doku drauf, die ich schon von der Criterion-DVD kenne. Das ist wirklich lohnenswert. Die Hintergründe davon, auch wieder so ein Film, wo man froh sein kann, dass es den überhaupt jemals für die Öffentlichkeit gegeben hat. In dem Sinne. Guckt Filme, habt Spaß dabei. Auf Wiederhören.